Diese Konferenz wird nun aufgezeichnet. Ja, dann sage ich auch von meiner Seite aus ein ganz herzliches Willkommen und ein herzliches Dankeschön auch an Katharina die Große, die das so professionell wie immer hier eröffnet hat in diese Runde. Wer mag, gerne die Kamera einschalten, damit ich sehe, ob bei Ihnen die Kinnlade auf der Schreibtischfläche aufschlägt und ich Sie langweile oder ob ich Sie erreiche. Wir sind nicht in der Schule, Sie müssen nicht, aber ich freue mich immer, wenn ich ein paar freundliche Gesichter sehe. Ja, was haben wir heute als Thema? Heute haben wir als Thema Microsoft 365 in der VR-Bank. Und einige von Ihnen haben ja den Chat schon entdeckt. Schreiben Sie mir gerne mal in den Chat, wo Sie da zu dem Thema stehen, ob Sie sagen, so, wann Sie wahrscheinlich ausrollen oder ob Sie schon ausgerollt haben. Also gerne mal in den Chat dort Kommentare rein, wo Sie stehen. Gerne auch den Chat schon nutzen, um Dinge reinzuschreiben, wo Sie sagen, da haben Sie Fragen. Weil ich möchte natürlich gerne vor allen Dingen eben gucken, wo stehen Sie gerade, welche Fragen haben Sie gerade, wo kann ich Ihnen helfen, Plan, Einführung in 2025, Cutover 2.2.24, Initialtermin genau 16 im Juli 24, am 25.01., also das heißt, wir werden erst Mitte 2024 bedient, Mai 24 sehe ich, da gibt es jemanden, der schon drauf ist auf dem System. Also gerne auch mal eine 1 reinschreiben, wenn Sie sagen, Sie sind schon drauf. Also im Moment sehe ich das so, dass Sie in 2024 einsteigen. Und selbst wenn Sie jetzt schon drauf sind, lohnt es sich auf alle Fälle auch. Und Sie haben eine gute Entscheidung getroffen, zu sagen, lieber Markus Flüß, Cutover heißt schon Cutover gewesen oder Cutover noch in Planung mit dabei, also gerne noch dazu schreiben und gerne immer den Chat nutzen im Mai 24. Jawohl, genau, zu früh auf die Enter-Taste wahrscheinlich gedrückt, das kenne ich auch, das Thema. Sie haben eine gute Entscheidung getroffen, dass Sie sich im Vorfeld schon mal beschäftigen, bevor es losgeht und falls jetzt auch, lieben Dank, liebe Katharina, nochmal für das Thema bei technischen Fragen, eine gute Idee ist, sich bei diesem Thema Microsoft 365 im Vorfeld einfach mal konzeptionell mit zu beschäftigen, zu sagen, was ist es, was kann man damit machen, was haben andere Banken dort für Erfahrungen gesammelt und zum einen bin ich ab und zu mal in Banken, die gerade wie Sie in diesem Prozess drin sind, eben letzte Woche war ich ja gerade, die Sinja ist ja entsprechend mit dabei in der Westerwaldbank, wo wir uns im Vorfeld auch im Rahmen eines Workshops ausgetauscht haben und andersrum, ich weiß nicht, wer von Ihnen den Falk Häle kennt in der Volksbank in Leipzig, die ist vielleicht nicht eins zu eins vergleichbar mit all ihren Häusern. Aber der Falk Häle hat den großen Vorteil, dass er schon seit einem Jahr auf dem Thema Microsoft 365 ist. Und Sie wissen, ich erzähle immer gerne aus der Praxis für die Praxis. Das heißt, ich habe mich einfach auch mal einen Tag bei Falk Häle mal hingesetzt und habe ihn einfach mal interviewt, habe gesagt, wie sind Sie denn da vorgegangen? Was sind Ihre Erfahrungen? Was hat gut geklappt? Was hat nicht so gut geklappt? Was geht in Ihrem System? Das heißt, ich habe mich wirklich mal hingesetzt, habe gesagt, rutsch mal zur Seite, ich will mal gucken, was mit eurem System geht. Das heißt, wir haben uns einfach mal live im System angeguckt, was die Atruvia da macht. Stichwort Atruvia. Ich bin kein Ersatz zu Atruvia, sondern ich bin eine Ergänzung zu Atruvia. Die Atruvia macht einen hervorragenden Job, wirklich, wenn es darum geht, Sie zu begleiten bei der technischen Umsetzung dieses ganzen Themas. Und ich kann bei Bedarf einfach nochmal unterstützen, zu sagen, wenn es um organisatorische Themen geht, zu sagen, wie, was setzt man wie ein, wie ändert man die Arbeitsorganisation? Weil Microsoft 365 ist auf der einen Seite, im ersten Moment denkt man erstmal ein reines IT-Projekt. Es ist aber vor allen Dingen ein Change-Management-Projekt. Und der liebe Josef Pölt aus Starnberg, der gerade in den Ruhestand gegangen ist, die haben Microsoft 365 auch im letzten Jahr eingeführt. Und dann sagte Jekyll, ich glaube, wir machen so einen großen Fehler. Wir versuchen gerade alten Wein in neue Schläuche zu schütten, indem wir die Abläufe eins zu eins beibehalten. Und eine gute Chance ist es, dort bei diesem Prozess auch mal zu gucken, wie kann ich denn Dinge vielleicht ein bisschen anders machen? Und wie man da vorgeht, das gucken wir uns einfach auch mal gemeinsam an.
Und immer wenn ich auf diese Seite gucke, liegt es daran, habe ich meine Folienvorschau. Wenn ich auf diese Seite gucke, habe ich entsprechend mein Teams. Also ich kann auch immer mal live zwischendurch ins Teams reingehen. In der Mitte habe ich hier die Galerie, sehe den Chat entsprechend. Also wenn ich nicht genau in die Kamera gucke, ich habe hier mein 1, 2, 3 Bildschirm-Setup auch entsprechend unterwegs. Ja, was sind die Themen, die wir heute uns gemeinsam anschauen, die ich für Sie vorbereitet habe? Zum einen das Thema Überblick. Also, dass wir einfach mal sagen, so, was ist das überhaupt, Microsoft 365? Welche Module gehören dazu? Ehrlich gesagt, selbst mir als Microsoft-Partnern fällt es manchmal schwer, da auf dem Aktuellen zu bleiben. Und auch immer die Frage, das hatten wir jetzt gerade bei dem Nikolai Boyar in der Westerwaldbank, die liebe Sinja ist ja entsprechend aus dem Team mit dabei, wo wir auch uns darüber unterhalten haben, was sind denn strategische Produkte von Microsoft, die weiterentwickelt werden? Was sind Produkte, die tendenziell wahrscheinlich eher nicht weiterentwickelt werden, und mit welchen Produkten startet man und legt man los? Dazu auch, wie gesagt, immer gerne Fragen. Ja, dann aus der Erfahrung von anderen Volksraiffeisenbanken, aber auch anderen Projekten. Also ich habe auch Unternehmen wie Pfizer beispielsweise und andere begleitet, also auch Nichtbanken beim Thema Microsoft 365. Und da habe ich einfach so ein paar Erfahrungen gemacht, wo ich sage, ich glaube, ich habe jeden Fehler schon mal gemacht, den man so beim Thema Microsoft 365 Einführung machen kann. Den müssen Sie nicht nochmal machen. Und da gehen wir einfach gemeinsam durch, was so klassische Fehler sind und immer gerne Fragen immer gerne ergänzen. Also und bremsen Sie mich immer. Ich bin immer jemand, der tendenziell Dauerfeuer gibt. Also immer gerne im Zweifelsfall nochmal einbremsen. Ja, dann eben weit nicht nur, was sind die Top-Fails, sondern auch nochmal ein paar weitere Erfahrungen, die ich Ihnen gerne weitergebe, damit Sie einfach nicht die gleichen Fehler wie andere auch nochmal machen müssen im Sinne von der entsprechenden Abkürzung. Ja, dann, und das gilt nicht nur für den Schluss, sondern entsprechend auch so, immer wenn Sie Fragen haben, wenn Sie Ergänzungen haben, auch wenn Sie sagen, Mensch, Jeke, da gibt es noch ein, sehe ich, habe ich auch andere Dinge gehört. Ich habe nämlich auch manchmal, und deswegen auch dieses Thema Unterstützungsangebot am Schluss nochmal, dass Sie auch sehen, wie verzahnt sich unser Angebot als auch Inhouse-Unterstützung, als Partner der ADG, wie eben passt das zusammen mit dem Angebot der Atruvia, weil hier sind wir eben punktuelle Ergänzung bei Bedarf. Und manchmal haben wir es aber auch so, dass die Atruvia und ich nicht immer 100% einer Meinung sind. Also wenn es um die Umsetzung von Microsoft 365 Themen anbelangt, ich weise an der jeweiligen Stelle auch immer wieder darauf hin. Und natürlich auch zu sagen, es gibt nicht den einen Weg. Es gibt einfach bei mir aus mittlerweile 35 Berufsjahren, habe ich halt eine Menge an Sachen ausprobiert. Ich nutze Outlook, seit es das gibt. Also ich glaube schon seit 30 Jahren oder sowas. Ich nutze OneNote, das Notizprogramm, seit es es gibt, ich glaube seit 25 Jahren oder so in der Richtung. Und auch Microsoft 365 nutze ich schon seit es Office 365 hieß, also seit der ersten Variante. Und habe damit einfach eine Menge an Erfahrung gesammelt bei mir und bei Kunden von mir. Und die gehen wir einfach weiter und wir gehen hier gemeinsam in so einer komprimierten Übersicht einmal drüber zu sagen, was gibt es da für Ideen und was ist der Überblick zunächst mal. Ja, Überblick. Diese Folie hier zitiere ich die Atruvia. Hier war vor kurzem eine kleine Irritation, wo die Atruvia gesagt hat, weshalb nutzt ihr hier unsere Folien? Ich nutze die Folien hier ganz bewusst von der Atruvia, damit hier die gleiche Kommunikation von der Atruvia genauso rausgeht wie von uns. Also wir sind hier mit dem Herrn Rai, habe ich mich im Rahmen des Digitalisierungsforums einmal abgestimmt und hier ist mir wichtig, dass wir hier auch die gleiche Sprache sprechen und die Idee ja zu diesem Thema gibt es ja hier in zwei Bereichen. Das eine ist ja, dass ich sage, ich löse Lotus Notes als reines E-Mail, Kalender, Aufgaben, Kontakteprogramm ab. Das ist so das, was Sie so in diesem linken Bereich sehen, dass man sagt, okay, hier habe ich so dieses ganze Thema der Office-Applikationen, der Kommunikation. Und dann haben Sie eben rechts diesen Part, wo es darum geht, die Lotus Notes Datenbanklösung abzulösen. Und hier gibt es ein System, das haben Sie bestimmt schon gehört. Mendix ist dort ein Low-Code bzw. No-Code-System, wo diese Anwendungen entsprechend dann mit übertragen werden sollen.
Finde männlich, es ist eine gute Entscheidung, eine gute Lösung. Einen ergänzenden Hinweis, das habe ich von dem Falk Hehle in Leipzig mitbekommen, die Information. Es gibt im Rahmen von Microsoft 365 gibt es mit Power Automate auch Automatisierungsmöglichkeiten. Die haben den Nachteil, dass sie sich rein auf Microsoft 365 begrenzen. Da können sie jetzt nicht in irgendein anderes Bankensystem reingreifen, sondern sie können ausschließlich dort im Rahmen von Office was machen. Aber es ist auch deutlich weniger komplex. Das heißt, sie können einfach auch mal schnell eine Lücke, die irgendwo gefüllt wird, mit Power Automate auch nochmal füllen. Also das sind so manchmal diese pragmatischen Dinge, die man mit dabei hat. Und es gibt ja dann ergänzend nochmal auch, der liebe Elmar Lewis, weiß ich, Sie haben ja RPA im Einsatz, also eben zu sagen Robotic Process Automation. Mögen Sie da vielleicht zwei, drei Takte mal sagen, lieber Herr Lewis, wenn Sie gerade in der Lage sind zu sagen, wo Sie RPA bei sich einsetzen im Hause, weil das vielleicht auch nochmal ganz interessant ist, dieses Thema mal einzuordnen, zu sagen, RPA. Also wir sind bei RPA aktuell in der Verprobungsphase. Ne? Wir haben Ja. zwei Roboter gebaut, der eine hat irgendwie 21 Finanzen mit Daten versorgt, der andere baut halt irgendwo aus Word-Dateien, aus PDF-Vorlagen eine Sammel-PDF, um die nachher im DMS abzulegen. Ja. Ganz am Anfang, ganz rudimentär, nur mal ein bisschen ausprobiert. Funktioniert aber ganz cool, muss man wirklich sagen. Aber es Ja, macht dann wunderbar. Sinn, wenn ich anwendungsübergreifend arbeite, ne? Wenn ich Daten von A Völlig nach B richtig. schreibe. Da macht Sinn. Ansonsten, wenn man rein jetzt in der Microsoft-Welt bleibt, glaube ich, kann man bestimmt andere Tools besser nutzen. Richtig, und das ist genau der Punkt. Vielen lieben Dank für die Ergänzung, lieber Elmar Lewis. Mir war es nochmal wichtig, dass man hier in der Abgrenzung nochmal sieht, weil das höre ich ab und zu, dass es verwirrend ist, dass man sagt, ich habe auf der einen Seite jetzt Mendix als Low-Code, als No-Code-Plattform, wo ich eben Automatisierung mitbauen kann. Ich habe eben RPA-Plattformen, wie die Volksbank Hannover das ja beispielsweise auch im Einsatz hat. Und es gibt nochmal die Power Automate, also vom Grundsatz her strategische Lösung übergreifend. Eben Mendix für Automatisierungen, das Thema RPA in einigen Banken. Weiß nicht, wer sonst mit RPA schon Erfahrung gemacht hat, gerne auch ergänzen, also auf der Tonspur oder über die Kamera oder im Chat. Also wer mag, gerne ergänzen auch hier. Also bin hier immer froh, wenn wir uns auch hier austauschen nochmal. Weil diese Systeme haben eben die Möglichkeit, dass man sagt, möglichst eben Dinge, die man immer wieder macht, sollten idealerweise automatisiert werden. Geht heute schon mit RPA-Systemen, wird in Zukunft gehen mit dem Thema Mendix und Sie können eben dort Dinge innerhalb der Microsoft Office-Umgebung, können Sie eben auch über Power Automate lösen. Also wenn Sie beispielsweise sagen, ich möchte aus einer E-Mail eine Aufgabe in einem Plannerboard machen, wir kommen nachher noch zu den Modulen, dann kann man sowas auch über Power Automate machen. Und Microsoft entwickelt sich auch dauernd weiter. Also von der Seite ist es auch eine gute Idee, dran zu bleiben an diesen Themen. Also das, ich sag mal, vom Überblick Atruvia. Auch diese Folie kommt von der Atruvia, hat vielleicht der eine oder die andere schon mal gesehen. Anhand dieser Folie können wir mal ein Stück weit durchgehen, welche Module es dort gibt und für was die gut sind. Und was Sie hier sehen, ich gehe gleich auf die nächste Folie, wo ich auch sage, ich habe hier auch zwei Dinge schon durchgestrichen, was nicht heißt, dass man die nicht einsetzen soll oder nicht einsetzen darf, aber Dinge, wo ich sage, die sind zunächst mal für Spezialanwendungen eher gedacht oder unter der Haube und die Anwender arbeiten im ersten Schritt mal eher mit anderen Systemen. Ja, wir fangen mal oben an mit dem Thema Outlook. Outlook als klassischer Ersatz für Lotus Notes, für das Thema Personal Information Management, also E-Mails, Kalender, Kontakte, Aufgaben. Das ist so die Idee. Und da gibt es dann schon die ersten Schnittstellen, die Sie dann auch unten sehen zum Thema To-Do, Planner und Lists. Nämlich dort gibt es das dritte von unten, gibt es diesen Aufgabenbereich, den man eben persönlich und im Teams hat. Und hier gibt es eben einen ersten Strich schon, den ich hier gemacht habe, nämlich bei Lists.
Lists ist eine Listenverarbeitung, mit der man eben Checklisten machen kann, für die es durchaus in dem einen oder anderen Haus eine sinnvolle Verwendung gibt. Meine Erfahrung ist nur, dass es für die wenigsten Häuser eher sinnvoll ist. Vor dem Hintergrund sage ich immer To-Do für die eigene Organisation und der Planner für die Teamorganisation. Und wir kommen noch im Rahmen einer tabellarischen Überstellung auch dazu, wo Sie sehen, welche Systeme empfehle ich für was. Und wir gucken uns die natürlich auch nochmal in der Praxis an. Also E-Mail, Kalender, Kontakte erstmal über Outlook. Teams ist zum einen gedacht für das Thema Videokonferenzen, so haben Sie es vielleicht schon erlebt, aber mit Teams kann man noch deutlich mehr machen und vom Grundsatz her ist es so, dass ich sage, die private, persönliche Organisation läuft vor allen Dingen eben statt früher über Lotus Notes, dann über Outlook. Und die Teamorganisation, die läuft vor allen Dingen über Teams. Und dann habe ich gemeinsame Arbeitsbereiche und in diesen Arbeitsbereichen habe ich dann die Möglichkeit eben zu chatten. Ich habe die Möglichkeit, gemeinsame Dateien zu bearbeiten. Ich habe gemeinsame Notizbücher. Ich habe gemeinsame Aufgaben und kann auch weitere, auch Webseiten beispielsweise darüber nochmal verlinken. Also das ist die Idee von Teams. Jetzt haben Sie hier zum Thema OneDrive und SharePoint. OneDrive ist das Cloud-Speicherlaufwerk, mit dem die Mitarbeitenden ihre eigenen individuellen Laufwerke eben ersetzen. Ich komme dazu, finde ich sehr froh, dass der Falk Hehle auch in Leipzig gesagt hat, das ist nicht zusätzlich, sondern das Ganze ist statt dem in Leipzig, dem J-Laufwerk, wo sie eben bisher mit dem eigenen gearbeitet haben. Also OneDrive sind die eigenen Dateien. SharePoint ist etwas, da kann man eben im Team übergreifend arbeiten. Ich habe es bewusst durchgestrichen. Und durchgestrichen heißt nicht, dass man es nicht braucht, sondern SharePoint ist die technische Basis. Das heißt, alles, was unter der Motorhaube ist, ist SharePoint und OneDrive und Teams liegt technisch beides im SharePoint. Das ist ein bisschen verwirrend und dazu hole ich mal ein kleines bisschen aus, damit Sie verstehen, wo SharePoint herkommt. Und das muss man manchmal verstehen für die unterschiedlichen Systeme. Und zwar SharePoint wurde ursprünglich mal entwickelt von Microsoft als Intranet-Lösung. Das heißt, die Idee, und ich weiß, die Westerwaldbank beispielsweise nutzen das sehr intensiv. Also das heißt, da ist es so, dass die Westerwaldbank ein eigenes SharePoint aufgebaut hat. Sina, magst du vielleicht mal zwei, drei Takte zu eurem SharePoint sagen, was ihr da so drauf habt? Du bist ja mit dabei. Da war ich ja letzte Woche. Da kannst du vielleicht zwei, drei Takte mal dazu sagen. Du könntest euer SharePoint besser, euer Intranet. Kann ich gerne machen. Genau. Wir haben SharePoint schon ziemlich lange. Also ich glaube schon seit 2016 so rum und wir haben es halt selber gehostet und wir haben da sehr viel drin. Also wir haben einmal dieses klassische Intranet, das heißt, dass wir dort Nachrichten publizieren, Aushänge machen. Wir haben dann noch die Teamsites, das heißt, dort haben Abteilungen, aber auch Projekte ihre eigenen Teamsites, wo die dann zusammenarbeiten, sei es Dokumentenablage, sei es manche arbeiten auch schon mit dem Kanban-Board. Wir haben weitere Listen, also wir arbeiten schon sehr viel mit dem SharePoint. Ja, super. Vielen lieben Dank, liebe Sinja, nochmal zur Ergänzung. Und zwar, SharePoint ist so, auch wie es die Westerwaldbank beispielsweise nutzt, auch gedacht gewesen von Microsoft, zu sagen, ich habe ein Intranet, ich kann dort gemeinsame Dokumente haben, ich kann gemeinsame Listen haben, ich kann gemeinsame eben auch Abläufe darüber definieren. Und eben die Kollegen der Westerwaldbank in Hachenburg, die haben das eben so, dass die es selbst gehostet haben, weil es ja so bisher noch nicht angeboten wurde von der Rechenzentrale. Und die Idee war, dass es ist ein Intranet, mit dem man zusammenarbeiten kann. Außer der Westerwaldbank haben das ganz wenige Kunden verstanden, wie man das wirklich gut nutzt, weil die Bedienungsoberfläche schon sehr 1980 ist, sage ich jetzt mal so flapsig gesagt. Also das ist jetzt nicht das bedienungsfreundlichste System. Und deswegen ist es schlecht angenommen worden im Markt. Und dann gab es einen großen Wettbewerber, haben Sie vielleicht schon mal gehört, der hieß oder heißt Slack. Ich schreibe es nochmal auf. Also Slack gehört mittlerweile zu Salesforce. Und Slack hat praktisch gesagt, ich mache im Prinzip das Gleiche, aber mit einer fluffigen Oberfläche drüber. Und da sind ganz viele Unternehmen auf Slack gewechselt. Und dann hat Teams oder Microsoft gesagt, okay,
Die Funktionalität, die wir haben, die ist eigentlich ganz gut. Wir müssen nur eine vernünftige Oberfläche draufsetzen. Und was dann Microsoft gemacht hat, die haben gesagt, wir setzen praktisch Teams als Oberfläche auf SharePoint drauf. Das heißt, Teams ist vereinfacht gesagt eine Benutzeroberfläche auf das SharePoint. Sie können theoretisch sogar alles, was Sie in Teams machen, auf einer SharePoint-Seite machen, weil zu jedem Teams gehört immer eine SharePoint-Seite. Andersrum muss es nicht sein. Das heißt, Sie müssen nicht bei jeder SharePoint-Seite ein Teams dahinter haben, so wie die Kollegen in der Westerwaldbank. Wir haben das ja selber genutzt, auch zu Zeiten, wo es noch gar kein Teams gab. Ich hoffe, ich verwirre Sie da nicht zu sehr. Im Regelfall wird es so sein, dass Sie im ersten Schritt SharePoint erstmal nicht brauchen werden, sondern natürlich es unter der Haube haben, aber eben Sie vor allen Dingen zwei Zugänge haben. Zum einen in der Teamarbeit das Thema Teams als Benutzeroberfläche, das gucken wir uns auch an, und in der individuellen Betrachtung Outlook und entsprechend OneDrive. Also so ist die grundsätzliche Idee, wie die Sachen zusammenhängen. Wenn Sie jetzt die Office-Anwendung angucken, hier ist es so, da werden Sie im ersten Schritt keinen großen Unterschied merken. Das heißt, es gibt wie bisher auch Word, Excel, PowerPoint, die ganz normalen eben Office-Applikationen, die Sie dabei haben. Was Sie merken werden, die sind in der Zusammenarbeit noch mal eine Ecke leistungsfähiger geworden. Das heißt, Sie können zum einen immer sehen, was waren die letzten Dokumente, die Sie oder das Team bearbeitet haben, die Sie immer vorgeschlagen bekommen. Sie haben zum Zweiten das Thema, wenn Sie mit mehreren Menschen an Dokumenten arbeiten, sehen Sie immer, wer hat wann was bearbeitet und können sogar zu einer älteren Version wieder zurückgehen. Und Sie haben es aber wie bisher auch installiert auf Ihrem PC, können es sogar auch nutzen, wenn Sie mal keine Internetverbindung haben. Also wenn man mal im Zug unterwegs ist, also beispielsweise, dann kann man es eben auch nutzen. Also das ist so, da werden Sie aber erstmal keinen großen Unterschied merken. OneNote ist das Notizbuch. Darüber können Sie Textnotizen machen. Sie können sich auch Dokumente, statt sie auf Papier auszudrucken, gerade so kurze Dokumente, können Sie auch in der Notiz ausdrucken, können sich vorbereiten für Kundengespräche, gerade im FK-Bereich hochinteressant, können die dann auf mobilen Endgeräten mit dem Stift beispielsweise auch kommentieren und haben sie dann entsprechend wieder zurücksynchronisiert. Ja, To-Do und Planner, wenn wir uns auch angucken, To-Do ist mittlerweile sogar ganz gut integriert in Outlook. Und in Outlook haben Sie dann die Möglichkeit, eigene Aufgaben zu definieren. Sie können E-Mails zur Nachverfolgung kennzeichnen und Sie haben die Möglichkeit, auch Ihre Planner-Aufgaben aus Teams herauszusehen. Mit Forms kann man Formulare machen und das heißt, bevor man eben Excel oder Formulare hin und her schickt, kann man dort einfach in ein Online-Formular Sachen sammeln und dann kriegt man daraus eine Excel-Datei. Sehr, sehr praktisch, um Informationen dort zu sammeln. Ja, und Whiteboard, damit kann man dann eben gemeinsam, gerade auch in Videokonferenzen, auf solchen digitalen Whiteboards gemeinsam arbeiten. Gemeinsam arbeiten heißt übrigens immer im ersten Step innerhalb der Volksraiffeisen Bank. Genau, also vielen Dank. Wird Office kürzlich nicht mehr in der Cloud betrieben, um es offline nutzen zu können? Gute Frage. Ich sehe nur Volksbank, deswegen kann ich Sie jetzt nicht mit dem Namen ansprechen. Aber also es ist so, es gibt beim Thema Office, Sie sehen hier Desktop, Online und Mobil. Beim Office gibt es in drei Varianten. Sie können es installieren auf einem Banken-PC. Dann wird es offline heruntergeladen, es wird installiert, ist eine Offline-Software. Sie können es zum Zweiten auf mobilen Endgeräten, also Android und iPad mit Agree 21 MDM, ganz normal auf mobile Endgeräte auch installieren als App. Und zum Dritten kann man auch über den Browser darauf zugreifen. Und da hat man eine leicht funktionseingeschränkte Version, hat nur den großen Vorteil, wenn Sie mal nicht an Ihrem Arbeitsplatz dran sind, dann können Sie auch von jedem anderen PC aus eben darauf zugreifen. Und es wird auch diese drei Versionen von Microsoft auf Dauer geben. Das heißt, dass die bei Office sagen, es gibt eben auf der einen Seite, da geht es rein um die Programme. Zu sagen, die Programme kann man runterladen, die Programme kann man entsprechend also auf Desktop-Rechnern installieren, auf Notebooks installieren, man kann sie auf mobilen Endgeräten installieren und man kann sie im Browser nutzen. Wo die Dateien liegen, ist erstmal unabhängig von der Applikation.
Also, weil Sie haben das Programm und dann, wie Sie es auch heute können, können Sie sagen, Datei öffnen, Datei schließen. Und dann wird es im Regelfall so sein, dass Sie, wenn Sie ein Office-Dokument haben, was nur Sie haben, was Sie vielleicht früher auf dem J-Laufwerk hatten, das haben Sie dann auf OneDrive. Das ist das persönliche Laufwerk des Mitarbeiters, was man eher im Ausnahmefall benutzt. Und wenn Sie was in einem Gesamtteam haben, dann würden Sie es auf einem Dateispeicherort in Teams abspeichern. Wie das funktioniert, zeige ich Ihnen. Ich hoffe, das beantwortet schon mal Ihre Frage, soweit es möglich ist. Sonst gerne entweder im Chat oder gerne auf der Tonspur auch gerne noch mal was dazu sagen, falls ich auch die Frage falsch verstanden habe. Also ich hoffe, ich habe Sie richtig verstanden. Sonst gerne noch mal auch ergänzend nachfragen. Also dafür bin ich auf alle Fälle da. Ich habe den Chat für Sie im Blick. Und sollte ich Ihnen zu wenig Pause lassen, Sie dürfen immer reinquatschen, wenn ich hier nicht irgendwie Ihnen die Zeit zum Luft holen lasse. Also das heißt, hier ist die Idee und eben die, wenn man in so ein Projekt einsteigt, was ist immer das Allererste? Das, was ich Ihnen hier gezeigt habe, ist für Sie wichtig zu wissen, welche Systeme gibt es im Überblick. Und wir schauen uns dann auch an, was Sie sinnvollerweise wie wo einsetzen. Es sollte aber nie die erste Frage sein, wenn Sie in die Mannschaft rausgehen. Wenn Sie in die Mannschaft rausgehen, dann ist die allererste Frage, die Sie immer stellen sollten: Was nervt am digitalen Arbeiten im Team? Schreiben Sie mir gerne mal in den Chat rein, was aus Ihrer Sicht Sie nervt an der heutigen digitalen Arbeitsweise, bei Lotus Notes, bei Office, beim Austausch von Dateien, beim Thema E-Mails. Schreiben Sie mir gerne mal in den Chat rein, was Dinge sind, wo Sie sagen, die Sie entweder nerven oder wo Sie sagen, die nerven Ihre Kolleginnen und Kollegen in der Bank. Schreiben Sie es mir gerne mal rein, was so die Nervpunkte sind, die Sie aktuell sehen in den heutigen digitalen Arten zusammenzuarbeiten. Weil das ist immer die wichtigste erste Frage. Also gerne mal in den Chat einfach reinschreiben, was Ihnen da spontan einfällt. Wer mag, darf auch gerne auf der Tonspur was dazu sagen. Beides ist okay. Und ich hoffe, dass Sie nichts reinschreiben, liegt nicht daran, dass Sie mich nicht hören. Also nicht, dass ich die ganze Zeit einen erzähle. Also von der Seite her gerne. Genau, wunderbar. Hier sehe ich bereits geöffnete Dateien, somit keine Änderungsmöglichkeit, kein Markup-Modus, zum Beispiel bei PDF-Dokument, mehrfach gespeicherte Dokumente. Super. Genau, da kommen die Sachen entsprechend an. Wunderbar. Mehrfache Informationen. Kein gemeinsames Arbeiten an Dokumenten. Es gibt Dokumente, die sich jeder neu abspeichert, teilweise nicht mehr klar, was die aktuellste Datei ist. Dateien, die verteilt werden. Super, genau das sind die Themen, die total nerven aus der praktischen Erfahrung heraus. Und das ist auch das, wenn Sie reingehen in so ein Projekt. Wenn Sie eben in die Mannschaft reingehen und sagen, wir machen jetzt was Neues, Microsoft 365, dann werden die wenigsten sagen, juhu, ich habe hier ein neues System, ich muss meine Arbeitsweise ändern, da habe ich mich schon die ganze Zeit drauf gefreut. Die meisten Mitarbeiter werden eher sagen, genau, Oberfläche von Lotus Notes hat leider kein modernes Look and Feel, absolut. Outlook ist jetzt auch nicht die schönste Software der Welt, aber Teams, muss ich sagen, ist mittlerweile sogar recht pfiffig geworden. Das heißt, die Idee ist, dass man zunächst mal auch in den Teams erstmal diese Frage mal klärt. Und wenn Sie dann sagen, so, liebe Anwender, ich habe verstanden, dieses Thema, dass man nicht weiß, welche Version ist die aktuelle, dass Dateien abgespeichert werden, das sind so Nervfaktoren. Wenn das Nervfaktoren sind, wenn Sie dann hinterher kommen und sagen, guckt mal, wenn wir jetzt mit Teams arbeiten, ich weiß, das ist eine andere Art der Arbeitsweise, aber ich habe euch vorhin so verstanden oder beim letzten Mal, dass Sie gesagt haben, liebe Anwender, dass genau das Nervthema ist und dafür haben wir eine Lösung. Und so kriegt man eine Akzeptanz rein, indem man einfach die Probleme, die die Anwender sehen, eben löst. Und das ist eben ganz, ganz wichtig, weil es auch Microsoft 365 ist kein perfektes System. Das heißt, es wird definitiv so sein, dass der eine oder die andere immer noch genervt ist, dass der eine oder die andere sagt, das war aber früher auch besser. Aber unterm Strich sollte es idealerweise einfacher sein.
Und was ich als nächstes mal hier für Sie als Tabelle vorbereitet habe, ist eine Tabelle, die der Falk Hähle in Leipzig in ähnlicher Form mal entwickelt hat. Ich habe die mit ihm gemeinsam noch mal ein Stück weit weiterentwickelt. Und die haben die sogar, fand ich auch eine tolle Idee aus Leipzig, die haben die dann noch mal in schick gestaltet, also in dem schönen blau-orangen Design. Und jedes Mal, wenn Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ihren PC anschalten, dann haben die das auf ihrem Bildschirm drauf. Das heißt, das haben die, kann man ja zentral steuern, welches Bild auf dem Monitor drauf ist, wenn man die Kiste hochfährt. Und da ist eben diese Übersicht. Und wir gehen es mal gemeinsam durch zu sagen, und da kriegt man eine gute Idee zu sagen, was nutzt man denn für was? Und wie gesagt, wir gucken es uns auch gerne. Ich werde hier mal wechseln dann, wo wir uns auf der einen Seite jetzt den Überblick anschauen und dann gucken wir uns die Systeme dazu an und wie das in der Praxis läuft. Und hier haben Sie eben die Spalten, das sind Dateien, Kommunikation, Aufgabenplanung inklusive Protokolle und Notizen. Und die Zeilen ist die Frage, ist es etwas, was jeder für sich in der Eigenorganisation hat? Ist es was, was Sie in der Teamorganisation haben? Oder ist es eben etwas, was Sie mit Externen kommunizieren? Und das ist eben ganz gut, dass man das einmal für sich so klar hat, zu sagen, welches System nutzt man für was? Und der Falk Hähle hat mir einen wunderbaren Satz mitgegeben. Der hat gesagt, Jekyll, wann ändern Mitarbeitende denn ihr Nutzungsverhalten von EDV-Systemen? Dann sagt Herr Jekyll, Mitarbeitende ändern das dann, wenn sie keine Alternative haben. Und das fand ich ziemlich intelligent. Das heißt, wenn wir mal links oben anfangen beim Thema Eigenorganisation Dateien. Die Volksbank in Leipzig hat eben ein Laufwerk J bisher den Mitarbeitenden zur Verfügung gestellt und die haben es jetzt eben so gemacht, dass sie gesagt haben, nö, das wird abgeklemmt. Das heißt, in J kann ich nicht mehr arbeiten, es geht nur noch eben über OneDrive. Und das ist auch eine Kernempfehlung, die ich Ihnen gerne weitergeben mag. Man ist immer so im ersten Schritt etwas meistens zurückhaltend, weil man denkt, wenn ich jetzt den Mitarbeitern was abklemme, was wegnehme, dann kriege ich erstmal Stress als EDV. So, dann rennen die dem Elmar Luis und den Kollegen die Bude ein und sagen so, was nimmst du mir hier weg? Die Erfahrung zeigt häufig, dass man sogar den Mitarbeitenden einen Gefallen tut, weil die nicht so verwirrt sind, weil die nicht sagen so, muss ich es jetzt auf J abspeichern, muss ich es jetzt auf OneDrive abspeichern, wo speichere ich es jetzt ab? So ein bisschen wie damals die Diskussion, die schon länger jung sind wie ich, die wissen das, ich bin jetzt 55, ich kenne noch Zeiten von MS-DOS, noch bernsteinfarbene grüne Bildschirme, ich kenne noch C-Laufwerke, auch da kennt vielleicht die ein oder andere die Diskussion, als wir gesagt haben, nein, bitte nicht mehr auf C abspeichern, sondern bitte auf ein Netzlaufwerk und der nächste Step ist praktisch hier auf OneDrive. Und hier nochmal eine ganz wichtige Frage. Hier springe ich mal in der Präsentation hier bewusst mal etwas weiter und wir kommen wieder zurück. Und das ist ein grundsätzliches Thema. Was haben die Kollegen in Leipzig sehr konsequent gemacht? Die haben gesagt, der Grundsatz heißt, jeder darf erstmal alle Informationen sehen und es gibt definierte Ausnahmen. Weil früher war es eher so, dass sie gesagt haben, ich habe jetzt eine Datei und jetzt überlege ich mir, wer darf die Datei alle sehen und dann mache ich ein sehr kompliziertes Rechtemanagement. Und die haben es umgedreht und haben gesagt, okay, wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass ein Mitarbeiter im Vertriebsteam A den ganzen Tag nichts anderes macht, als bei Vertriebsteam B und Vertriebsteam C nachzugucken, was die für Zahlen haben, dann haben wir ein Führungsproblem und kein EDV-Problem. Deswegen haben die gesagt, okay, wir drehen das Ganze um. Und sagen, jeder darf erstmal alles sehen und wir überlegen uns dann natürlich auch vor dem Hintergrund der Regulatorik, ganz klar, MA-Risk ist ja keine, ich sag mal, Kann-Veranstaltung, sondern eine Muss-Veranstaltung. Vor dem Hintergrund MA-Risk überlegen wir uns, was darf denn wer nicht sehen? Beispielsweise Personalunterlagen, Gehälter sind naturgemäß vertrauliche Informationen, die nicht jeder sehen darf. Aber so wahnsinnig viele vertrauliche Themen waren es nicht. Und vor dem Hintergrund, um hier wieder auf diese Übersicht zurückzukommen, haben die Kollegen in Leipzig beispielsweise gesagt, okay, auf J wird wirklich nur im absoluten Ausnahmefall gespeichert. Und ich fand es ganz interessant auch, also zu sagen, Sinja, magst du vielleicht mal ergänzend dazu sagen, was René letzte Woche gesagt hat zu diesem Thema, wem die Dateien gehören? Fand ich nämlich auch mal ganz interessant, als wir zusammen saßen. Also magst du da vielleicht mal ergänzen, also was René nochmal bei euch sagte letzte Woche? Grundsätzlich gehören die Informationen ja nicht dem Mitarbeiter oder der Person, sondern ja
der Organisation, also der Bank. Genau, also vielen Dank für die Ergänzung auch nochmal. Also das heißt ja auch diese Idee zu sagen, nein, das sind meine Dateien, zu sagen, nee, das sind erstmal, du bist ein Stelleninhaber in dieser Bank, so unromantisch das klingt. So, das heißt, man muss ja auch immer dran denken, was ist, wenn ein Mitarbeiter mal krank ist, wenn er Urlaub hat oder wenn er einen Unfall hat. Meine Frau beispielsweise liegt gerade im Krankenhaus mit einem Knöchelbruch, das war auch nicht geplant. So, und dann ist natürlich wichtig, dass andere auf diese Daten zugreifen können. Und vor diesem Hintergrund bei OneDrive kann halt der Kollege, die Kollegin entsprechend nicht draufkriegen. Und ganz, ganz wichtig, also lieber, ich sehe nur Peter Lachen in der Abkürzung. Also ich muss gerade mal gucken, Lachenmeier ist es richtig, die Abkürzung. Also die Kollegen in Leipzig hatten noch keine Prüfung, seitdem sie jetzt das so umgesetzt haben, haben es aber mit ihrem Verbandsprüfer entsprechend auch so besprochen, haben es auch im Forum ISM dokumentiert. Also wenn sie ein IT-Sicherheitssystem, wo sie solche Sachen auch dokumentieren, wie eben Forum ISM vom Dr. Tim, haben ja einige von ihm im Einsatz. Ich glaube, ihr seht, ihr habt es ja auch im Einsatz. Dann ist es wichtig, dass man das sauber dokumentiert und die haben es schon mal abgestimmt, auch mit ihrem Verbandsprüfer, haben noch keine 44er gehabt. Also sobald es da Erfahrungswerte gibt, gebe ich ihnen die gerne auch mal rein. Also das heißt, natürlich ist die Begrenzung ist immer immer Risk, selbstverständlich. Also die haben auch definierte Ausnahmen und wir haben aus dem Workshop letzte Woche nochmal auch hier, den wir in Hachenburg gehabt haben, bei den Kollegen von der Westerwaldbank, habe ich mir auch als To-Do nochmal reingenommen, dass ich nochmal mit dem Fall Kehle nochmal auch das nochmal sammle, wir nochmal die Sachen zusammenführen, auch aus anderen Banken, auch hier der Ben Nikolaisen aus Heide beispielsweise, mit dem ich immer eng in der Abstimmung bin, da sammle ich für Sie einfach nochmal auch Erfahrungswerte zusammen und teile die gerne mit Ihnen. Also das ist, finde ich, immer sehr, sehr gut. Wir haben ja hier im genossenschaftlichen, in der genossenschaftlichen Finanzgruppe auch immer diese Idee, dass wir uns gegenseitig da helfen und austauschen. Da kriegen Sie von mir auch noch mehr Informationen. Und wie gesagt, die Kollegen in Leipzig, lieber Herr Lachenmeier, haben auch schon mal zumindest mit ihrem Verbandsprüfer das schon mal soweit abgestimmt. Und da gab es kein grundsätzlich gegen, sondern eben mit der Aussage, ja, aber bitte sauber dokumentieren und welche Ausnahmen das sind. Und das ist mehr als nur das Thema Gehalt, weil ich glaube, 7.2 bei MRISC ist es so, man muss natürlich gucken, dass man sagt, jeder hat nur die Systeme im Zugriff, nur die Dateien Zugriff, die er qua Funktion entsprechend braucht. Wichtig ist nur eben, wenn man das halt, meistens ist es so, dass es sehr viel aufwendiger ist, einfach zu sagen, wir überlegen uns jedes Mal, wer was gucken kann, als andersherum. Und das ist so eine Erfahrung, die ich dann auch reingehe. Gute Frage zu sagen, Lese- und Schreibrechte kann man vom Grundsatz her, also es gibt die Basis, dass man erstmal sagt, wenn man in einem Teams ist, und dazu schalte ich vielleicht mal gerne auch auf Teams rüber. Und das freut mich, dass wir hier Fragen haben. Das finde ich super, weil durch Fragen, die sind meistens auch für die anderen ja relevant. Ich gehe einfach mal hier auf den Bereich Windows 11. Das ist jetzt hier mal ein Schulungsteams. Und bei diesem Schulungsteams ist es so, genau, müssen wir mal wieder hier entsperren. Da sehen Sie jetzt meine Windows-Umgebung und hier gehe ich mal ins Teams rein. Und hier haben wir eben ein Schulungsteams und diese Teamlogik ist immer so, dass man hier Teams hat. Unterhalb von Teams gibt es Kanäle. Also wie hier den allgemeinen Kanal, den haben Sie immer mit dabei. Und in einem solchen Kanal haben Sie dann hier entsprechende Registerlaschen. Und das, was Sie standardmäßig immer dabei haben, sind Beiträge, da können Sie chatten, sind Dateien, sind mittlerweile OneNote-Notizbücher, die sind standardmäßig mit dabei und alles andere können Sie dann nochmal hier über Plus ergänzen. Wir bleiben jetzt mal bei dem Thema Dateien, weil das war eine Frage, die Sie ja nochmal richtigerweise auch hatten, zu sagen, Lese- oder Schreibrechte. Vom Grundsatz her ist es erstmal so, wenn Sie in einem Team sind, dann verwalten Sie dieses Team hier. Und Sie haben hier bei Teamverwaltung, sehen Sie dann, ich gehe mal rein, Team verwalten, haben Sie dann eben, dass Sie sagen, wen nehme ich hier entsprechend mit rein? Ich nehme mal hier ein Team, was ich Ihnen auch zeigen darf, wo wir ein paar mehr drin haben. Kleinen Moment. Ich nehme mal dieses Team hier, nehme mal, also das, was Sie jetzt hier sehen, wie gesagt, da habe ich vom Kunden auch das okay, dass ich das hier zeigen darf. Wenn ich jetzt hier sage, Team verwalten, da haben wir ein bisschen mehr Futter. Da habe ich hier mich als Besitzer und jetzt ist es so, da haben Sie hier auf der einen Seite, deswegen ist dieses Team immer ganz interessant, Sie haben eben Gäste sind externe, die können Sie heute noch nicht hinzufügen. Sie haben eben dann
Mitglieder, das sind welche, die in ihrer eigenen Organisation drin sind. Und dann kann man vom Grundsatz her eben sagen, bei den Einstellungen gibt es dann hier die Möglichkeit, pro einem Team zu sagen, was darf denn entsprechend ein Team vom Grundsatz her machen? Da sehen Sie nicht so wahnsinnig viel, was das Thema Dateien anbelangt. Also da ist man im ersten Moment immer so ein bisschen enttäuscht, wo man sagt, da findet man nicht so viel. Es gibt aber hier die Möglichkeit, dass ich hier bei Dateien drin bin. Und wenn ich jetzt hier bei diesen Dateien drin bin, dann ist es so, dass ich standardmäßig von den Berechtigungen es erstmal so habe, dass jeder, der in diesem Team drin ist, vom Grundsatz her erstmal Lese- und Schreibrechte hat. Also das ist die Grundidee von Teams, ein Stück weit ergänzend zu diesem Grundsatz, den ich gerade gebracht habe, zu sagen, vom Grundsatz her darf jeder erstmal lesen und schreiben. Das ist erstmal der Grundsatz. Und das reduziert Komplexität und so ist auch der Basismodus erstmal von Teams, dass man sagt, jeder darf erstmal mit allem arbeiten. Und jetzt kommt das Thema SharePoint nochmal mit rein, weil was Sie jedes Mal machen können, Sie haben ja diese drei Punkte und Sie können bei diesen Dingen, können Sie hier immer nochmal auch reingehen und haben hier das Thema Zugriff verwalten. Und wenn Sie jetzt auf Zugriff verwalten gehen, dann können Sie auch nochmal sagen, okay, darf denn derjenige eben hier nochmal bearbeiten oder nicht bearbeiten? Das heißt, hier kann ich nochmal entsprechend auch anpassen in diesem Bereich. Beziehungsweise, was es dann nochmal gibt, ich kann hier immer nochmal das Ganze in SharePoint öffnen. Und Sie erinnern sich vielleicht, ich habe Ihnen vorhin gesagt, hinter Teams liegt SharePoint. Das heißt, wenn ich jetzt SharePoint aufmache, dann geht im Browser, geht dort entsprechend SharePoint auf, die dahinterliegende SharePoint-Seite. Und die Oberfläche ist immer Teams, damit kann man 90% aller Sachen machen und in SharePoint kann man dann einfach nochmal mehr machen. Das heißt, Sie haben jetzt nochmal die Möglichkeit, dass Sie eben in SharePoint dann sagen können, okay, ich gehe da nochmal tiefer rein und kann in SharePoint nochmal Berechtigungen nochmal feintunen. Also so ist die Idee. Das heißt, ich bin jetzt hier in der SharePoint-Seite. Sie sehen, das ist ein Schulungsteams. Und mit dabei, ich gehe gleich darauf ein, liebe Nancy Ulbricht. Herzliche Grüße nach Mittweida. Wunderbar, auch schön hier bekannte auch Gesichter hier auch zumindest im Dings zu sehen. Also hier ist es jetzt so, dass Sie hier das Thema haben, nochmal auch diese drei Punkte. Drei Punkte haben Sie immer nochmal weitere Dinge und hier haben Sie dann nochmal die Möglichkeit, den Zugriff zu verwalten. Und haben jetzt in diesen Zugriff verwalten, werden Sie gleich merken, geht es da nochmal tiefer rein. So, das heißt, dann kann ich eben hier in die einzelnen Personen reingehen. Ich kann hier Gruppen und kann sagen, ich habe hier Besitzer, ich habe hier Mitglieder. Das heißt, ich kann sagen, für entweder einzelne Personen kann ich Berechtigungen definieren oder ich kann entsprechend für bestimmte Gruppen Berechtigungen definieren oder ich kann auch, wenn ich einen Link intern verteile, aktuell können Sie es nur intern verteilen, kann ich hier auch Berechtigungen nochmal definieren. Und die Idee ist, dass viele der Funktionen, die früher nur in SharePoint gingen, gehen mittlerweile auch in Teams. Also wenn Sie erst Mitte nächsten Jahres reingehen, werden unter Umständen viele Funktionen bereits schon in Teams gehen. Und die meisten Anwender brauchen nicht nochmal in SharePoint reingehen. Sie können aber hier entweder in Teams oder in SharePoint die Berechtigung nochmal auf Nutzerebene oder auf Gruppenebene ändern, dass Sie sagen, alle Mitglieder haben beispielsweise in diesen Teams diese Berechtigung, dass sie nur lesen dürfen. Oder Sie sagen, ich habe eine einzelne Datei, die nur bestimmte Mitglieder dann auch bearbeiten können und die restlichen können entsprechend nur gucken. Also das war, glaube ich, die Frage, die auch zumindest schon mal, ich sag mal, bei Stefan Schäfer, glaube ich, hier mit dabei war. So, und wenn ich gucke, kann jeder Anwender entsprechende Ordner anlegen oder nicht, kann man vom Grundsatz her ist es erstmal so, dass in einem Teams das jeder darf. Das ist die Basiseinstellung, dass Sie aber das im Feintunen nochmal ändern können. Das heißt, hier haben Sie immer die drei Punkte dahinter und bei den drei Punkten gibt es immer nochmal die Möglichkeit, den Zugriff zu verwalten und da können Sie eben sagen, auf der Basis von Personen, auf der Basis von Gruppen oder mit den Links. Und wenn Sie in Teams nicht weiterkommen, dann kann man immer nochmal sagen, übergeben Sie mir, öffne mir das Ganze in SharePoint.
Da wird vielleicht für Sie jetzt schon mal etwas klarer, was ich vorhin gesagt habe, SharePoint durchgestrichen, heißt nicht, dass man SharePoint nicht braucht, sondern heißt, dass man im Regelfall die meisten Anwender, die werden ja auch jetzt nicht Berechtigungen definieren, sondern das werden Sie im IT-Bereich machen, dass Sie Berechtigungen definieren, und dann braucht der Anwender das normalerweise nicht. Also, liebe Nancy Ulbricht, ich hoffe, das beantwortet auch die Frage, dass Sie sagen kann, wer was eben auch an Ordnern anlegen darf und so weiter. Der Default ist erstmal, jeder darf. Und das macht es halt auch einfacher, wenn ich vom Grundsatz erstmal sage, jeder darf alles sehen, jeder darf anlegen, jeder darf was machen. Und das Schöne ist ja, wenn ich jetzt hier eine Testdatei beispielsweise habe, kann ich immer auch sehen, ich habe hier die drei Punkte. Und es gibt dann bei diesen drei Punkten, kann ich mir das eben auch angucken, selbstverständlich. Es gibt hier die Möglichkeit, wenn ich etwas verhindern möchte, dass jemand was ändert, kann ich ein Dokument auschecken. Was heißt auschecken? Das kommt aus dem SharePoint. Die Senior wird es kennen. So, das heißt, ich kann sagen, ich möchte jetzt eine Datei bearbeiten und ich möchte jetzt temporär mal unterbinden, dass jemand was tut. Also, das kennt man vielleicht. Grundsätzlich darf jeder was drin ändern. Jetzt will ich aber mal einfach eine Änderung machen und wenn man im Planungsprozess vielleicht auch ist und dann soll kein anderer jetzt mal was arbeiten können, dann kann ich ein Dokument temporär auschecken. Und wenn ich es ausgecheckt habe, dann ist es nur für den User oder für die Userin eben bearbeitbar, die es ausgecheckt hat. Und man sieht auch immer, wenn jemand anders drauf geht, wer hat es ausgecheckt. Also wenn es jemand vergisst, wieder einzuchecken, dann könnte ich jetzt, wenn die Nancy Ulbricht sagt, ich habe es für mich eben ausgecheckt, dann könnte der Leonard Zintel, wenn er beispielsweise sagt, ich will darauf zugreifen, sieht, die Nancy Ulbricht hat sie es ausgecheckt, hat aber vergessen, es wieder einzuchecken, was mir öfter mal passiert ist auch schon, dann weiß er, okay, Nancy Ulbricht muss ich kurz anfunken und kann sagen, brauchst du es noch oder wenn nicht, dann bitte einmal entsprechend wieder einchecken. Also das ist ergänzend nochmal zu diesem Thema, weil es gibt ja einmal die Frage, wer darf dauerhaft bearbeiten und nicht bearbeiten oder wo will ich vielleicht temporär einmal was schützen. Also das ist immer nochmal so diese beiden Dinge, die man hier nochmal mit dabei hat. Jetzt wird der eine oder die andere sagen, dieses Thema Dateihandling schaut doch hier ein bisschen umständlich aus und ich bin da auch völlig bei Ihnen und euch. Ich finde, diese Dateiübersicht gefällt mir nicht besonders gut. Sie führt nämlich zu einem Verfahren, was manche gerne machen. Die drücken jetzt auf diese drei Punkte und sagen, ich lade mir jetzt etwas herunter, bearbeite es und lade es wieder hoch. Und das ist so ein bisschen aus dieser Brille, dass man sieht, Mensch, hier habe ich doch, schaut doch aus der Webseite, da muss ich mal was runterladen, da muss ich jetzt wieder was machen. Und das ist keine gute Idee. Was es gibt, und das ist das, was ich immer als eines der ersten Dinge im Teams mache, ich habe jetzt hier diese Schulungsteams, hier habe ich eben mehrere Ordner. Und was es jetzt gibt, ich kann natürlich diese Ordner hier ganz normal auch löschen beispielsweise. Ich mache das mal, diesen Löschen-Ordner, wo ich sage, diesen Ordner brauche ich jetzt nicht mehr. Den hat er mir jetzt hier entsprechend gelöscht. Ich habe jetzt diese zwei Ordner. Ich kann auch Dateien hier hinzufügen. Also ich kann so ziemlich alles machen. Auch über Plus kann ich hier auch ein Excel-Dokument hinzufügen. Ich kann einen Ordner dazufügen und so weiter. Was ich aber immer empfehle, ist, das haben Sie entweder hinter diesen drei Punkten. Oder wenn die drei Punkte, wenn der Bildschirm groß genug ist, dann sehen Sie das sofort, dass da steht Synchronisieren. Und die Idee ist jetzt, und damit schließt sich für die Anwender wieder ein Kreis zu bekannten Systemen. Wenn ich jetzt auf Synchronisieren klicke, ich mache das mal. So, was sagt er jetzt? Okay, sagt er, ich habe hier schon eins synchronisiert. Ich gehe mal in ein anderes Teams, wo man das hier nochmal sieht. Ich gehe mal hier Koch allgemein. Ich habe hier, das wie gesagt, darf ich zeigen von einem anderen Kunden von mir. Und jetzt sage ich einfach mal hier auf die drei Punkte. Und jetzt sage ich, ich möchte das Ganze synchronisieren. So, das mache ich jetzt. So, dann synchronisiert er, sagt, ich synchronisiere es bereits. Und wenn ich jetzt hier reingehe, ich bin jetzt im Windows-Dateimanager. Und im Dateimanager sehen Sie jetzt, bei mir steht jetzt hier Jekyll und Team. Bei Ihnen würde dann Volksbank mit Weida stehen beispielsweise oder Westerwald Bank oder eben Heinsberg, eben je nachdem der Namen Ihrer Bank. Und dann sehen Sie hier die entsprechenden Dokumente. Also und hier genau diese auch. Diese Unterordner sehe ich hier General oder sehen Sie eben die Handbücher beispielsweise und genau diese gleichen Dokumente, dieser Testordner hier, Telefonliste Koch Test beispielsweise. Wenn ich jetzt hier ins Teams rübergehe, dann sehen Sie das gleiche, Testordner, Telefonliste Koch Test. Das heißt, die Anwender, was ich immer empfehle, man legt einmal die Ordner im Teams an.
synchronisiert es dann und die Anwender können dann letztendlich genauso, wie sie es gewohnt sind, eigentlich fast arbeiten, statt einem Laufwerk K oder Q, also in Leipzig ist das Teamlaufwerk ein K-Laufwerk gewesen. Wenn ich Sinja das bei euch richtig verstanden hatte, ist bei euch das Q-Laufwerk, dieses Netzlaufwerk. Und die Kollegen Leipzig haben gesagt, okay, statt auf eben das K-Laufwerk, gehst du halt einfach hier auf eben diese Teams-Laufwerke. Und jedes Teams, wo ein Anwender für sich gesagt hat, ich habe das hier auf Synchronisieren geklickt, sehen die Anwender in ihrem Windows-Dateimanager. Und damit können sie wie gewohnt arbeiten. Das heißt, ich kann jetzt einfach hier doppelt draufklicken. Und wenn ich jetzt hier doppelt draufklicke, was öffnet sich dann? Ja, dann öffnet sich die Excel-Anwendung, so wie sie das kennen. Das heißt, ich kann ganz normal hier reingehen oder ich kann alternativ auch Excel aufmachen. Also den alternativen Weg, ich kann das Programm aufmachen. Sie sehen, hier ist schon die letzte Datei ist schon empfohlen, weil ich sie häufig geöffnet habe. Oder ich sage eben, ich gehe hier auf Öffnen und dann kann ich eben ganz normal hier bei diesem PC und dann kann ich eben suchen. Oder Sie sehen hier auch schon jederzeit, er zeigt mir immer in den Excel-Applikationen, Word-Applikationen, PowerPoint, zeigt er mir sofort einmal an mein eigenes Laufwerk, mein OneDrive und er zeigt hier die Webseiten an. Und die Webseiten, das ist wieder, sorry, etwas verwirrend. Normalerweise müsste da als Teams stehen. Dahinter liegt aber technisch SharePoint und das sind die SharePoint-Webseiten. Und wenn ich jetzt hier auf Websites gehe, dann sehe ich hier die ganzen Teams. Das heißt, ich kann jetzt eben auch Koch Jekyll gehen und Koch Jekyll habe ich hier die Dokumente und dann kann ich eben sagen, hier habe ich die freigegebenen Dokumente, aber ich habe eben hier dann auch hier das Thema General und jetzt habe ich hier meinen Testordner und dann kann ich ganz genauso auf diese Dateien entsprechend auch draufgehen. Also das heißt, hier kann man ganz normal, schaut immer von der Optik her manchmal ein bisschen anders aus, aber vom Grundsatz her kann ich sagen, ich habe mein Schulungsteam, ich habe meine Dokumente, die ich habe, entweder freigegebene oder ich habe eben allgemeine. Und ich kann genauso gut natürlich, wenn ich jetzt sage, dieser PC kann ich jetzt hier bei Durchsuchen, wenn ich aufgehe, bei Durchsuchen geht hier mein entsprechender Dateimanager auf. Das heißt, ich habe jetzt hier dieses Fenster, was alle Anwender kennen. Und jetzt kann ich eben sagen, ich habe hier Koch Jekyll beispielsweise, General. Ich habe hier das Thema Testordner, ich habe hier meine Telefonliste, jetzt klicke ich mal doppelt drauf. Jetzt habe ich praktisch innerhalb von Excel gesagt, Datei öffnen. Also das ist gar nicht so unterschiedlich, wie das die Anwender kennen. Und das Gute ist, sie arbeiten jetzt nicht mit einer lokalen Kopie, sondern sie arbeiten auf dem gleichen System. Und das ist eben sehr, sehr schön. Das heißt, wenn ich jetzt hier in diesem Ordner bin, ich habe hier dort eben Dateien, ich habe hier Sachen dabei, ich gehe mal in dieses Schulungsteam hier rein, beispielsweise, sage mal hier in die Handbücher hier mit dabei. Dann habe ich eben diese Dinge mit dabei. Auch hier, wenn ich jetzt mal auf diesen Testordner gehe. Und jetzt gibt es eben, wenn ich mal auf der Ebene eines Ordners gehe, im Dateimanager auch noch mit der rechten Maustaste dann ein paar ganz interessante Sachen. Und zwar auf jedem System kann dann entsprechend auch der Kunde sagen, okay, ich mache das Ganze so, dass ich jetzt hier sage, ich möchte es entweder auf dem Gerät beibehalten. Also jeder Mitarbeiter kann sagen, ich möchte es immer auch offline auf dem Gerät haben oder ich möchte den Speicherplatz freigeben. Was heißt das? Wenn ich sage, immer auf dem Gerät behalten, dann ist es so, dass er beim ersten Mal die Datei runterlädt. Sie haben immer eine lokale Kopie, aber sobald Sie was ändern auf Ihrem Gerät oder woanders was geändert wird und Sie haben eine Internetverbindung, wird es automatisch synchronisiert. Also die Dateien, die man häufig braucht, würde ich immer empfehlen, das so zu machen, dass Sie diese Dateien immer auch sich offline halten. Wenn Sie ein Teams haben, wo Sie sagen, da bin ich jetzt qua Status oder was weiß ich dabei, oder Sie haben so ein bankübergreifendes Team, was auch immer Sinn macht, dann würden Sie vielleicht sich nicht alle Dokumente dafür herunterladen. Oder ich habe manche Banken, manche Kunden, die haben sowas wie eine Betriebssportgemeinschaft. So, wenn Sie sagen, Sport ist Mord, ich mache da nie mit, dann müssen Sie sich das jetzt nicht offline runterladen. Und das können Sie eben auf Dateiebene machen, das können Sie auf Ordnerebene machen. Und somit ist es dann auch, wenn Sie mal einen Mitarbeiter haben, Mitarbeiterin haben, der oder die auch mal keine Internetverbindung hat, hat man ja manchmal, dass man bei einem Firmenkunden vielleicht ist und man hat eben eine schlechte Internetverbindung, dann ist es so, dass man das hier auch eben so
Büro zur Verfügung hat. Und auf dem iPad, das ist auch wieder das Schöne, auf dem iPad ist es eben so, dass Sie das auch in der OneNote-Applikation, in der OneDrive-Applikation, können Sie es dann eben auch, gibt es dann drei Punkte, und dann können Sie bei den drei Punkten sagen, ich möchte es auch offline für mich nochmal zur Verfügung haben. Das heißt, auch auf den mobilen Endgeräten können Sie in der OneDrive-App dann auch sagen, ich möchte das eben offline zur Verfügung. Und in der OneDrive-App fürs iPad können Sie auch von nicht nur Ihre eigenen OneDrive-Dateien sehen, sondern eben auch die aus Teams. Und das ist eben ganz praktisch, dass man sagt, okay, ich sehe dann auch die Sachen, die ich aus Teams beispielsweise habe, beide sehe ich entsprechend mit dabei. Und für die Anwender ist es eben relativ ähnlich von der Arbeitsweise. Und ich gehe mal wieder zurück auf die Charts, dass wir wieder mal zum Überblick zurückkommen. Und wie gesagt, immer Fragen natürlich gerne auch immer ergänzen. Ich habe den Chat für Sie immer auch im Blick, also so, dass wenn hier irgendwo was sein sollte, ich entsprechend auch mehr mit drauf komme. Ich gucke hier gerade nochmal parallel dazu, dass ich Ihnen auch entsprechend hier nochmal auf dem iPad das auch nochmal zeigen kann. Dazu mache ich hier nochmal bei mir das iPad mit drauf. Gucken wir nochmal, dass wir das auch hinkriegen. Da haben wir ihn. Das, was ich Ihnen hier gesagt habe, zeige ich Ihnen dann auch gleich nochmal in der Praxis. Und zwar, genau, hier sind wir. So, ich gebe Ihnen jetzt mal mein iPad frei. Dann sehen Sie das nochmal auf dem iPad. So, wo sind wir? PowerPoint, go to. Ich will eigentlich das, gucken wir mal, Anwendung, kleinen Moment, dass ich Ihnen hier auch Bildschirme, dann, na, Moment, mager mich gerade, Moment, schauen wir mal, dass wir den Reflektor auf einen anderen Schirm packen, kriegen wir aber hin, wir machen das nicht auf Fullscreen, wir packen den mal auf einen anderen Schirm, so, und dann machen wir das mal so. Und ich gebe Ihnen das mal entsprechend frei, dass Sie sagen, etwas anderes. Und jetzt sehen Sie mein iPad. Ich habe es einmal hier über die Charts überlagert, aber Sie müssten jetzt hier mein iPad auch sehen. Und beim iPad gibt es eben hier auf dem iPad die OneDrive-Applikation. Und da ist es eben so, bei der OneDrive-Applikation haben Sie jetzt eben hier den Bereich der Dateien. Das heißt, wenn ich jetzt hier auf Dateien gehe, das ist der Bereich, den Sie da auch gerade da haben. Also hier sind wir bei Dateien. Da kann ich eben hier bei Dateien draufgehen. So, gucken wir mal, dass mein Mäuschen hier auch hier angezeigt wird. Genau, das wird gerade nicht angezeigt. Gucken wir mal, dass ich Ihnen zeigen kann, was ich hier zeige. Kleinen Moment. Bedienungshilfen. Ich mache mal hier, dass Sie auch sehen, was ich hier tue. Er mag es gerade nicht anzeigen, aber Sie sehen eben, unten ist der Bereich Dateien. Hier kann ich eben in meine eigenen Dateien reingehen. Hier habe ich dann die Möglichkeit, wenn ich jetzt hier diese drei Punkte hier rechts daneben sehe, dann kann man eben immer hinter jedem Verzeichnis sagen, ich möchte das Ganze eben offline verfügbar machen, dann habe ich es da. Und ich gucke gerade mal, wenn man keine Internetverbindung hat, dann das Dokument abspeichern möchte. Wann wird dann die Ursprungsdatei synchronisiert? Ich sehe, dass das jemand anders arbeitet. Genau. Wichtiges Thema auf alle Fälle, liebe Frau Overhoff. Und zwar, das ist letztendlich genau das Gleiche wie bei Netzlaufwerken. Wenn Sie die kann man auch offline synchronisieren. In dem Moment, wo der eine Internetverbindung hat, wird es synchronisiert. Sollte jetzt jemand anders in der Zwischenzeit was gemacht haben, vom Grundsatz her ist immer so, der den neuesten Datus und Zeitstempel hat, der gewinnt. Wenn Sie das jetzt machen bei Ihren eigenen OneDrive-Dateien, dann ist es ja so, dass Sie entweder auf dem iPad oder auf dem PC da sind. Da haben Sie im Regelfall kein Problem. Ich zeige Ihnen gleich nochmal auch, liebe Frau Oberhoff, auch den anderen, was es noch zusätzlich gibt. Und zwar, es gibt eine Versionierung. Das heißt, sollten Sie was ändern, jemand anders hat in der Zwischenzeit was geändert und Sie wollen wieder zurück, dann kann man auch wieder zurück zu einer vorherigen Version. Das ist auch oft so ein Bedenken, wo viele sagen, nein, ich will nicht hier auf gemeinsam
langsamen Laufwerken arbeiten, weil jetzt zerbombt mir irgendwie einer was, hat ja jeder bestimmt schon mal erlebt. Und dann speichert man sich das bewusst immer selber nochmal ab. Ich mache das manchmal immer noch mal, wenn es wirklich Mission-Critical-Sachen sind, aber im Regelfall braucht man es nicht mehr. Also kleinen Moment noch Geduld, liebe Frau Overhoff, dann komme ich auch gerne auf dieses Thema Versionierung noch mal drauf zurück. Ich hoffe aber zumindest den ersten Teil konnte ich schon mal beantworten. Sonst gerne immer in den Chat noch mal auch Ergänzungen und noch mal Fragen mit rein. Also Sie können hier offline verfügbar machen. Sie können eben sagen, ich möchte das Ganze eben so haben, dass ich es nur online sehe, beides. Und jetzt, wenn ich hier rechts unten sehen Sie auf dem Bildschirm, auf dem iPad steht Bibliotheken. Und wenn ich jetzt bei Bibliotheken reingehe, dann sehe ich hier die ganzen Teams. Das heißt, ich gehe hier in Dokumente, ich gehe hier in General, ich gehe hier in den Testordner und jetzt haben Sie hier diese Telefonliste. Und die kann ich eben auch auf Dateiebene, könnte ich sagen, ich möchte sie eben herunterladen. Oder ich sage nein, ich möchte den ganzen Ordner mir herunterladen. Das heißt, im Regelfall macht man das auf Ordnerebene. Da ich es auf der obersten Ebene schon gemacht hatte, bietet er es mir hier nicht an. Aber wenn ich sage, hier müsste es mir anbieten, genau, aus Offline entfernen. Ich empfehle immer bei den Teams, die man doch regelmäßiger braucht, dass man dann sagt, die nimmt man sich eben offline mit. Wenn ich jetzt auf den Startbereich gehe, dann findet man eben, was ich bei Microsoft 365 hervorragend finde, findet man immer die letzten Dateien, mit denen man gerade gearbeitet hat. Das heißt, ich sehe hier die Telefonliste, ich sehe gerade die Präsentation, die ich hier aufhabe zum Thema M365 in der VR-Bank. Ich sehe eben die Dinge, die ich wirklich hier gerade aufgehabt habe. Ich sehe die geteilten Bibliotheken, das sind die Teams, in denen ich mit dabei bin. Und ich sehe die Offline-Dateien, die Sachen, die ich mir offline heruntergeladen habe. Wie ich finde, ist das eine sehr übersichtliche Art, der Darstellung. Also ich finde das wirklich ganz praktisch. Und ich schalte mal wieder zurück auf den PC. Dann gucken wir uns das mal auf dem PC wieder an, wie es da ist. Denn Sie haben, wenn ich jetzt wieder auf die Windows-Umgebung gehe, das mache ich jetzt mal, übertragen, da sind wir. Sie sind jetzt wieder in der Windows-Welt mit mir gemeinsam unterwegs. Dann gibt es eben auch, wenn ich jetzt hier im Browser bin, etwas, was ich sehr, sehr schön finde. Nämlich, Sie haben auch hier eine Startseite von Microsoft 365, die ist im Browser. Und was Sie sehen bei der Startseite, genau das, was Sie immer brauchen, nämlich das, womit Sie gerade gearbeitet haben. Sie sehen auch hier Telefonliste Koch. Sie sehen hier die Präsentation. Ich habe gestern für meine Frau hier in Vertretung ein Seminar gegeben. Da habe ich hier auch gleich die Folie, weil ich da gestern mit drauf gearbeitet habe. Das hatte ich gar nicht auf diesem Rechner gemacht, aber mit diesem Microsoft 365-Account. Und das muss ich sagen, funktioniert hervorragend. Diese Testdatei, er sagt auch hier, wenn ich was eben vor kurzem bearbeitet habe. Er merkt auch, wenn ich was häufiger öffne, beispielsweise, wenn ich was kürzlich geöffnet habe. Also ist da wirklich sehr intelligent und Sie können hier sogar noch nach bestimmten Dingen eben sortieren und filtern. Und jetzt komme ich auf das Thema Versionierung. Und zwar, wenn ich jetzt hier drauf gehe und sage Telefonliste, dann kann ich mit der rechten Maustaste drauf gehen und mit der rechten Maustaste gibt es hier noch unter OneDrive das Thema Versionsverlauf. Und das ist hervorragend. Und jetzt kann ich beim Versionsverlauf sehe ich, okay, wann, wenn es jetzt hier mehrere Änderungen gibt, wann hat wer was geändert? Und damit eben, liebe Frau Overhoff, wenn jetzt beispielsweise jemand in der Zwischenzeit was geändert hat, dann sieht man auch, wer hat wann was geändert. Und wenn Sie eben eine Excel-Datei dann, die Sie gemeinsam auf dem Teams haben, auch öffnen, dann können Sie sogar in der Überprüfenlasche auf Excel sogar nachvollziehen innerhalb der Datei, so wie diese Änderungsverfolgung, die Sie kennen. In Word gibt es die, in Excel gibt es die. Dann können Sie genau sehen, wer hat wann was geändert und können sogar wieder rückgängig machen. Ich hoffe, das beantwortet ein Stück weit Ihre Frage, liebe Frau Overhoff, sonst gerne nochmal ergänzend in den Chat oder auf der Tonspur. Also, wenn man eigene Dateien synchronisiert, dann ist es im Regelfall problemlos. Wenn man eben auf gemeinsam arbeitet, dann muss man immer gucken. Manchmal, wenn es eben nur Lesendateien beispielsweise sind, ist es eh unkritisch. Also dann können da mehrere auch gleichzeitig drauf zugreifen, kein Thema. Manchmal will man aber vielleicht sogar gleichzeitig arbeiten. Also Sie könnten beispielsweise in einem Teams-Meeting oder in einer echten Besprechung
können Sie mit Microsoft 365 zum Beispiel alle die gleiche Excel-Datei aufmachen. Und Sie sehen dann, wir haben das, glaube ich, ich weiß nicht, ob wir es bei euch gemacht haben, Sinja, oder ich glaube, bei Kollegen Karus hat man es gemacht, dass wir gesagt haben, okay, wir haben wirklich mal zwei Leute, die nebeneinander sitzen, die gleiche Datei auf, genau, bei Bosch Buderus hatte ich es die Woche. Da haben wir es einfach mal getestet, da saßen zwei Kollegen nebeneinander, die haben beide die gleiche Excel-Datei aufgemacht und man sieht immer, in welcher Zeile jemand anders gerade ist. Und nur die aktuelle Zeile ist fürs Bearbeiten gesperrt. Also da darf nicht jemand anders zeitgleich rein. Da heißt es dann, da ist die Kollegin drin. Aber alle anderen Zellen können auch gleichzeitig bearbeitet werden. Und das erleichtert in der Zusammenarbeit vieles, weil man eben nicht X-Version machen muss, sondern man kann sagen, jeder pflegt in der gleichen Datei beispielsweise unterschiedliche Arbeitsbereiche aus. Also dass man sagt, jede Abteilung hat vielleicht eine eigene Spalte oder ein eigenes Arbeitsblatt. Und dann kann jeder das in seinem Bereich ein tragen, wenn man die Dateien dann beispielsweise so gestaltet, dass man eben jeder seine eigenen Bereiche hat, dann hat man einfach nur eine Datei und man muss es nicht mehr zusammenführen. Also auch Sie haben ja gerade vorhin auch schon mal gesagt, Mensch, dieses Thema Zusammenführung, also es gibt unterschiedliche Versionen, also hier teilweise neu abspeichert, was die aktuellste Version ist. Also auch Sie, liebe Frau Overhoff, hatten es ja auch vorhin in den Kommentaren nochmal reingeschrieben, zu sagen, oder auch wenn ich gucke hier, der liebe Peter Lachenmeier hat es ja vorhin aus der Praxis heraus auch gebracht. Und ich bin ja häufiger mal in Volks- und Raiffeisenbanken und da höre ich immer wieder, wenn ich die Frage stelle, was nervt euch, genau dieses Thema verschiedene Dateiversionen. Und das funktioniert in Microsoft 365 mittlerweile wirklich hervorragend, wo ich sage, das kann man wirklich sehr, sehr gut machen. Das funktioniert in der Praxis auch sehr, sehr stabil. Also früher muss ich sagen, hat mich OneDrive und die Synchronisation der Dateien mit Teams noch nicht so begeistert. Mittlerweile muss ich sagen, ist es wirklich hervorragend stabil, also dass das wirklich gut funktioniert. Und ich gebe Ihnen jetzt mal die PowerPoint wieder frei, dass wir hier nochmal weitermachen. Tabelle. Also die Idee ist, dass man sagt, ich habe die eigenen Dateien, die wenigen, die noch übrig bleiben, in OneDrive. Die, die in der Teams-Organisation sind, eben in diesen synchronisierten Teams-Ordnern, die ich aber ganz normal über den Dateimanager bearbeiten kann, die ich ganz normal in den Applikationen auf und zu machen kann. Wenn ich mal nicht am eigenen Rechner bin, kann ich es auch in Teams machen. Oder wenn ich in einem Teams nicht drin bin, ich synchronisiere das. Aber vom Grundsatz her ist es immer schöner, das eben im normalen Dateimanager so wie gewohnt zu machen. Und die externe Kommunikation mit Privatkunden, eben vor allen Dingen natürlich über E-Postfach und im Firmenkundenbereich mit Agree 21 Secure Docs. Also früher Agree 21 Doc Sharing. Dank Herrn Karus habe ich das die Woche, als ich in Bitburg war, entsprechend gleich nur auf den neuen Begriff geändert. Eben Agree 21 Secure Docs. Das ist ja die Drakun-Lösung. Hier übrigens nochmal einen ganz interessanten Tipp. Und zwar, ich gehe mal wieder ins Teams zurück. Und zwar, wenn Sie jetzt mit Agree 21 Secure Docs arbeiten, dann können Sie ja mit Kunden über den Webbrowser sich austauschen. Und was jetzt geht, Sie können in jedem Teams, können Sie hier über die Registerlasche plus etwas hinzufügen. Und was hier geht, ist, dass Sie einfach über Web eine Webseite mit hinzufügen. So, das heißt, Sie haben hier die Möglichkeit, in Teams zu sagen, ich integriere jetzt einfach eine Webseite und diese Webseite kann eben Ihr Agree 21 Secure Doc sein. Das heißt, Sie können ja aktuell in der ersten Stufe keine externen einbetten ins Teams. Sie können aber sagen, ich habe ein Teams und in diesem Teams habe ich meine Chats, ich habe meine Dokumente, ich habe meine Aufgaben und externe binde ich eben über diese Webseite, die ich zusätzlich als Registerlasche einfach mit einbette, wie jede andere, sehe ich es als Weblasche. Und im Teams, die sehen halt alles, der Kunde sieht nur das, was sie entsprechend da extern haben. Also das vielleicht nochmal eben vom Denkansatz, wie man da auch andere mit reinkriegen kann. Auch, weiß nicht, arbeitet jemand von Ihnen mit externen mit Meistertask? Also gibt es da jemand, der mit extern mit Meistertask arbeitet? Also hier mal ein Beispiel. Also hier Meistertask.
Die Kollegen in Offenbach beispielsweise, der Christian Zilch, die arbeiten sehr, sehr gerne eben zusammen mit externen Projektentwicklern mit Meistertask. Und ich habe hier mal so ein Meistertask-Board, was ich eben gerne nutze für iPad-Einführungen. Und das ist ein webbasiertes Tool. Der Planner ist eben eine Alternative von Microsoft, die sehr, sehr leistungsfähig ist. Der Nachteil vom Planner ist nur, der Planner geht halt nicht mit extern. Und hier könnten Sie beispielsweise mit Microsoft, mit Meistertask arbeiten oder mit anderen webbasierten Systemen oder, so sind wir ja drauf gekommen, mit Secure Docs arbeiten und dass Sie sagen, das ist ja eben eine Möglichkeit, wo Sie sich austauschen können mit anderen, eben auch externen. Das ist so die Idee und das kann man in Teams mit integrieren. Deswegen eben zu sagen, Kommunikation über Teams-Kanäle, Kommunikation extern über E-Mails oder das, was Sie gerade gesehen haben, Meistertask. Also das ist so diese Kommunikationsspalte. Beim Thema Kommunikation auch nochmal dieses Thema. Sie sehen, da steht bei mir bewusst nicht Chat. Was ist Chat? Was ist Kommunikation? Und zwar, was man natürlich, wenn man jetzt intern in Teams ist, und ich gehe mal wieder hier in das Teams entsprechend rein, wenn ich hier auf Allgemein gehe, dann gibt es hier Beiträge und dann kann ich hier in diesen Beiträgen, kann ich entsprechend hier kommentieren, so ein bisschen wie in einer WhatsApp-Gruppe, dass ich sage, ich habe hier Threads, also Beiträge und da kann ich eben kommentieren. Das Schöne ist, die sind eben immer themenbezogen oder gruppenbezogen. Und ich kann die sauber administrieren, das heißt, ich weiß, wer da ist. Die werden nämlich auch nicht gelöscht. Das ist auch immer eine Frage zu sagen, werden die gelöscht von der Truhe? Nein, die werden nicht gelöscht. Jetzt gibt es hier auch den Bereich Chat. Und hier kann ich im Bereich Chat, kann ich mal eben und mal schnell chatten und muss nicht für alles immer ein Team aufmachen. Das sollten Sie aber sehr restriktiv handhaben. Die Adruvia löscht die nach 2 Jahren. Ich persönlich würde die als IT sogar manuell jeden Monat löschen, weil die Leute sollen nicht, das ist halt der erste Impuls, zu sagen, ach, das ist ja wie eine WhatsApp-Gruppe, kenne ich, jetzt chatte ich mal da. Da verliert man sehr schnell den Überblick und das Fiese ist, Sie können ja auch Dateien teilen. Und wenn Sie Dateien teilen, dann ist es so, dann macht der automatisch in dem OneDrive, desjenigen, der die teilt, eine Freigabe auf OneDrive und selbst wenn Sie den Chat löschen, bleibt die Freigabe immer noch erhalten. Das heißt, Sie müssen aufpassen und verlieren da schnell den Überblick, was das Thema Freigaben anbelangt. Also vor dem Hintergrund sage ich, den Chat sollte man wirklich nur in absoluten Ausnahmefällen nutzen über die Beiträge und es wird entweder ge-E-Mailt oder über die Beiträge kommuniziert. Bitte nicht beides, weil da hat man so diesen Effekt. Also das Schöne ist, wenn Banken das richtig umsetzen und Unternehmen das richtig umsetzen, dann hat man eben weniger Kommunikation und nicht mehr. Also das sollte immer das Ziel sein, dass man sagt, man hat idealerweise weniger, ist immer dort entsprechend sinnvoller und dass man immer sagt, statt E-Mail kommunizieren wir per Kommentare oder wenn man externe hat, kann man sagen, dann eben auch nicht über Kommentare, sondern eben über E-Mail. Ja, dann eben für das Thema Aufgabenplanung und Protokolle hier für externe Meistertask. Für interne bin ich ein großer Freund des Planners. Planner ist ein Kanban-Board und dazu schalte ich mal um, dass ich Ihnen mal zeige, wie das eben in der Praxis ausschaut. Das heißt, ich gehe mal hier drauf und sage, hier habe ich eben ein Aufgabe-Schulungsteams-Board und da ist eben die Idee, kommen tut es mal aus der Produktion. Toyota hat es in den 1940er Jahren erfunden. Sie kennen es vielleicht aus der Softwareentwicklung. Scrum ist so die Methode, die das nutzt, dass man sagt, ich habe eben so eine Eingangsbox, ich habe Ideen, ich habe Dinge, die in Arbeit sind, ich habe Sachen, die zu klären sind und ich habe Sachen, die dann entsprechend hier erledigt sind. Und dann laufen die praktisch in einem solchen Board durch. Und wenn man gemeinsame Dinge hat, sieht jeder, was ist gerade Phase. Sehr, sehr übersichtlich das Ganze mit etwas eingeschränkten Dokumentationsmöglichkeiten. Aber ich gebe Ihnen mal hier an einem konkreten Beispiel, zeige ich Ihnen mal, wie praktisch das ist. Also wir haben hier ein Dreierteam beispielsweise und hier habe ich eben Ideen. Hier habe ich Themen, wo wir sagen, die müssen wir besprechen. Hier habe ich To-Dos. Hier habe ich, da warten wir. Hier ist in Arbeit. Hier ist erledigt. Und jetzt habe ich die Möglichkeit, dass ich eben die unterschiedlich gruppieren kann. Das heißt, hier kann ich jetzt beispielsweise gruppieren und sagen, nach wem ist es denn zugewiesen? Also,
Was macht der Hubertus Kuhn? Was macht der René Chaka? Was mache ich? Und wenn ich merke, hier gibt es Ungleichgewichte, kann ich das hier sogar einfach hin und her schieben und dann die Verteilung ändern. Und das Geniale ist, es gibt dann eben hier in diesem Bereich dann einen Planner-Hub auch. Das heißt, eine Übersicht von diesen ganzen Dingen. Und hier kann ich dann sehen, was ist beispielsweise mir zugewiesen. Und die mir zugewiesenen kann ich dann entsprechend auch sagen, okay, das sind Aufgaben, die mir zugewiesen sind, die ich mir angucken kann, entweder in Form einer Liste oder die ich mir eben auch angucken kann in Form eines Boards. Das heißt, ich kann mir jetzt beispielsweise, und dafür ist dieser Planner einfach total genial, das heißt, ich kann, wenn ich jetzt hier reingehe in der Webübersicht und gehe nochmal hier auf den Planner, das machen wir jetzt mal hier, dann sehe ich eben im Planner, kann ich als Führungskraft im Planner Hub, sehe ich eben alle Planner-Boards hier über die verschiedenen Teams. Und jetzt kann ich sagen, was ist mir zugewiesen? Und das, was mir zugewiesen ist, kann ich eben einmal nach Boards hier beispielsweise. Das heißt, das ist jetzt Aufgaben aus dem Schulungsteam, was mir zugewiesen ist, meine eigenen. Ich habe hier eben aus dem Board-Task oder ich sage, ich gruppiere das entsprechend hier nicht nach dem Plan, sondern ich gruppiere es nach dem entsprechenden Status, zu sagen, was ist nicht begonnen, was ist in der Arbeit, was ist erledigt. Also dieser Planner wirklich hervorragend und man kann das auch wunderbar nutzen, was ich immer sehr empfehle. Und da ist die Arbeitsweise eine etwas andere dann, als eben man das normal kennt. Aber ich gehe nochmal wieder ins Schulungsteams hier. Das heißt, hier kann man es eben auch wunderbar nutzen für Meetings. Das heißt, dass man hier, wenn man so ein wöchentliches Jourfix hat, dass sie sagen so, ich habe hier einen Themenspeicher, Themen aktuelles Meeting, was ist to do, was ist zu klären, was ist erledigt, was ist dokumentiert. Das heißt, jeder sieht immer und man hat dann ein Board pro Jourfix und sieht genau, was, wie, wo, wann Phase ist. Und da höre ich immer, dass das bei den Gruppen, die das wirklich für sich so eingeführt haben, dass es signifikant einfach dieses ganze Thema E-Mails reduziert, wenn man hier eben auf dieses Thema der Planner-Systematik geht. Also hier sehen Sie, bin ich ein großer Freund von Planner. Notizen. Wenn es wirklich um klassische Notizen geht, bitte nicht für Protokolle, da bin ich wieder mehr ein Freund des Planners. Das Gute ist, wenn ich Notizbücher habe, die gemeinsam sind, das kann man wunderbar über OneNote machen. Und hier teile ich gerne wieder mal meinen Windows-Bildschirm, damit Sie sehen, wie das dann im Windows ausschaut. Das heißt, jedes Team hat immer ein automatisch schon hier ein Notizbuch. Und hier sehen Sie bei den Notizbüchern beispielsweise eben, dass ich sage, hier habe ich eben für Outlook hier ein Handbuch beispielsweise als Notiz. Und jeder hat die Möglichkeit, sich das im Teams anzugucken. Oder man kann es eben jederzeit auch hier synchronisieren, dass man sich das im OneNote angucke. Wenn ich hier gucke, nochmal Chat versus Beiträge, so wie du es verstehst, die Nutzung der Beiträge auf das Team verschränkt, übergreifend den Chat. Ja, genau, die Funktion Datei abteilen ist eine sehr gute Frage, stelle ich auch mal sofort, geht leider aktuell nicht. Was ich immer empfehle, ist ergänzend dazu nochmal, guck gerade nochmal, ich sehe immer Herr Schäfer, Sie hatten die Frage. Was ich immer nochmal ergänzend empfehle, ich empfehle immer nochmal ein Gesamtteams einzulegen und in diesem Teams einen Austauschkanal. Ich weiß, das bei Chivo hatten wir früher so ein Austauschlaufwerk und dann sage ich einen Austauschkanal und dann hat man es lieber da drin und das kann man sauber managen. Und in dem Moment, wo Sie einen Mitarbeiter aus dem Teams entfernen, ist der da auch raus. Und ich empfehle pro Bereich, wenn ich jetzt sage, IT-Marktfolge beispielsweise, dass man da nochmal auch ein Teams hat, auch mit einem Austauschkanal und man den dafür nutzt, statt eines Chats. Also das hilft Ihnen vielleicht nochmal, weil leider können Sie eben nicht diese Berechtigung dort rausnehmen und da kommt man dann immer in diese Schwulitäten, dass man spätestens, wenn die dann die Kollegen von der Bundesbank kommen mit der 44er-Prüfung, dass man dann einfach eine Herausforderung hat, diese ganzen Freigaben wieder irgendwo auseinander zu sortieren. Das kriegt man auseinander, aber ehrlich gesagt, wenn Sie das Chaos nicht, ich sag mal, starten, ist es für Sie entsprechend immer einfacher. Und wenn ich jetzt hier eben bin in diesem Bereich der Notizen, dann kann ich eben auch immer sagen, ich möchte eine Desktop-App öffnen und dann macht er Ihnen entsprechend OneNote.
Node auf und Sie sehen, das geht dann auch ohne Internetverbindung. Und wenn Sie dann ein Smartphone haben, ein Tablet, können Sie auch das entsprechend komplett synchronisiert auf den Endgeräten haben. Und das Tolle ist, auf dem iPad gibt es den Apple Pencil und mit dem Apple Pencil können Sie wunderbar auch handschriftliche Notizen machen. Und wenn Sie OneNote installiert haben, dann ist es total genial. Sie können jetzt ein Dokument beispielsweise, ich mache jetzt mal irgendwie ein Dokument auf. So, und sage, okay, nehme ich einfach mal hier ein leeres Dokument, schreibe mal hier was rein. So, und wenn ich jetzt sage, das Dokument möchte ich jetzt entsprechend drucken und Sie haben OneNote installiert, dann gibt es auch einen Druckertreiber und dann können Sie praktisch eben als Druckertreiber können Sie auch OneNote dann entsprechend auswählen. Der sucht natürlich erst den vorhandenen Drucker. Da ich jetzt hier gerade nicht bei mir im Büro bin, dauert das einen kleinen Moment, aber Sie können dann hier entsprechend neben den normalen Hardware-Druckern, die Sie haben, können Sie dann eben auch OneNote als Druckertreiber nochmal nehmen und dann direkt in ein Notizbuch reindrucken. Also das ist auch nochmal die Idee, dass Sie sagen, da wo ich mir früher Sachen im Papier ausgedruckt habe, geht es in OneNote. Also Sie sehen hier, das ist so in der Überblick, das heißt die Idee, die man sich eben immer beschäftigen soll, sagen, welche Kernprozesse sollten denn abgebildet werden? Und wenn Sie jetzt sagen, der Jekyll ist bei diesem Thema Top-Fehler und Best Practices, ist er ja jetzt irgendwie so kurz vor Schluss, kommt er erst dazu? Nee. Das ist die Zusammenführung der Themen, die wir hier besprochen hatten. Deswegen für Sie nochmal in der Zusammenführung. Und viele der Themen habe ich angesprochen. Wichtig ist, größter Fehler, es ist ein Change-Management-Projekt. Also bitte eben in Prozessen denken und nicht in Systemen. Nicht zu sagen, wo ist der Hebel, sondern auf diese Tabelle, welche Prozesse wollen wir wie sinnvollerweise abbilden. Dann eben idealerweise, wenn Sie gucken, einfach nur ein Besprechungsprotokoll, was ich halt bisher in Word gemacht habe, jetzt einfach halt in Word 365 zu machen oder etwas, was ich gemacht habe mit einem Papiernotizblock, jetzt in dem digitalen Notizbuch OneNote zu machen, keine gute Idee. Nutzen Sie die Möglichkeiten, wie Sie es jetzt mit dem Planner beispielsweise gerade kennengelernt haben. Zu viele Apps, also Lists beispielsweise, lassen Sie erstmal. Machen Sie ja nicht so viel. Also Sie sehen in Outlook dann, sehen Sie über To-Do dann auch die Dinge, die Sie eben im Planner zugeordnet haben. Sie haben die Möglichkeit, sich auch eben E-Mails anzumarken. Das macht man dann im eigenen Outlook. Also das sind so Dinge, die Sie dann in der Zusammenführung sehen. Mit Lists würde ich aber eben beispielsweise gar nicht anfangen. Also das heißt hier To-Do, dazu schalte ich einmal nochmal ganz kurz rüber aufs Outlook, dass Sie auch Outlook nochmal sehen. Also wenn ich jetzt hier in Outlook reingehe, dann gibt es eben hier im Outlook, gibt es jetzt hier den Bereich To-Do. Und im Bereich To-Do gibt es eben die Möglichkeit, dass ich wirklich hier eigene Aufgaben hier definiere im Sinne einer Aufgabenliste. Diese Listen kann ich auch teilen. Ich sehe dann eben mir zugewiesene und das sind dann, Sie sehen hier TD-Board-Tasks. Das sind Sachen, die aus dem Planner kommen und ich habe die Möglichkeit, dass ich mir hier E-Mails nochmal kennzeichnen kann. Das ist integrierten Outlook für die persönliche Arbeitsorganisation. Also deswegen, aber das Lists beispielsweise zeige ich hier gar nicht, würde ich eben in der ersten Stufe nur im Ausnahmefall einführen. Also das Autohaus Koch hat es in einem Use Case, aber ich glaube, sie liefern keine Autos aus. Ja, also zu viele Apps ist keine gute Idee zu sagen, wenn ich weiter mal schaue, zu viel auf einmal anpacken. Also dieses Thema Kanban-Board für Protokolle beispielsweise, muss man gucken, ob man es gleich zum Start macht oder ob man sagt, wir legen jetzt erstmal los. Wir machen im ersten Schritt auch mal gerne E-Mails und weiterhin Word-Protokolle. Nur bevor Sie dann sagen, Sie ändern die Vorgehensweise, dann würde ich es gleich richtig machen, aber man muss nicht alles auf einmal machen. Also auch Forms nicht gleich als erstes. Wichtig ist eben Change Management, die Mitarbeitenden mitnehmen, zu sagen, was nervt euch und die Themen, die nerven, adressieren. Dann eben zu sagen, es ist nicht selbsterklärend. Also Sie haben vielleicht schon ein Gefühl dafür bekommen, dass es doch ein bisschen komplexer ist. Also wichtig, unterstützen Sie die Teilnehmenden, nutzen Sie Multiplikatoren. Wichtig auch Spielregeln zu haben, zu sagen, was haben wir für eine Response-Zeit? Nutzen wir die E-Mails? Nutzen wir die Chats? Nutzen wir die Kanäle? Da muss man offline drüber reden, damit wir da eine klare Fahne haben.
Dann eben übertreiben Sie es nicht mit dem Datenschutz. Natürlich, MA-Risk und Datenschutz ist ganz wichtig, aber wenn ich jetzt beispielsweise Informationen habe, die öffentlich auf der Webseite sind, wenn es um Schulungsunterlagen geht, wo gar keine personenbezogene Daten sind, dann muss ich da nicht ein riesig komplexes Berechtigungsmanagement draufsetzen. Sie erinnern sich dran, der Default ist, jeder sieht alles, es gibt definierte Ausnahmen. Dann eben ganz wichtig auch, wenn Sie Meetings haben, die jede Woche beispielsweise sind, machen Sie einen kurzen Menüpunkt in der Agenda, dass Sie sagen, jede Woche einfach mal 10 Minuten, eine Viertelstunde bringt viel mehr als einmal Bulimie, 2 Tage Microsoft 365 intensiv, so lange kann keiner entsprechend aufmerksam sein. Und eben auch ganz klar zu sagen, wenn Sie einen Vorstand haben, der sich die E-Mails ausdrucken lässt, dann wird es natürlich ein bisschen schwieriger, als wenn Sie einen haben, der vormacht, dass man eben auch gemeinsam mit Teams eben zusammenarbeiten kann. Also deswegen, und zum Thema Teams nochmal eben, dass man, wenn Sie links oben starten, haben Sie immer die Aktivitäten, den sollte man idealerweise immer eben nutzen und dafür muss man taggen, da gibt es so einen kleinen Klammeraffen, muss also die Leute erwähnen, das ist ganz wichtig. Eben größer Fehler, den Chat statt die Beiträge zu nutzen. Eben, dass man alles immer liest. Und das Schöne ist, wenn Sie eben im Teams drin sind. Dazu schalte ich nochmal rüber ins Teams, was ich damit meine. Dann können Sie sich noch was darunter vorstellen. Und zwar hier auch nochmal dazu wieder auf Windows 11. Wenn ich eben hier rüber gehe, dann habe ich hier immer diesen Aktivitätenfeed. Und der Aktivitätenfeed heißt, da sehe ich immer, also ich sehe hier meinen Chat und ich, wichtiger ist, in den Aktivitätenfeed reinzugehen. Da sieht man dann immer, wo bin ich erwähnt worden. Und deswegen ist wichtig, dass man eben nicht getaggt ist, nicht gesehen. Also muss dieses Tagging erklären vom Grundsatz her und dann auch erklären, dass man da idealerweise morgens als erstes reingeht. Ja, wir haben dann, genau, und dazu Moment, etwas anders übertragen, nicht den Bildschirm, sondern ich, ja, genau, haben wir schon, also die Anwendung. Dann eben dieses Thema, dass ich sage, keine konsequente Dokumentenablage. Ich bin ein großer Freund, so haben es die Kollegen in Leipzig gemacht, die haben dann eben den File-Service abgeklemmt, außer für Applikationen, die dabei sind. Ressourcenplan, Räume, Fahrzeuge ist direkt in Outlook sogar mit drin, also können Sie ganz normal buchen. Ein Raum wie ein Mitarbeiter ist entsprechend in der in dem Übergabeprozess von Lotus Notes auf Microsoft 365 macht die Atrovian super Job. Also funktioniert wunderbar. Genau. Wichtig ist eben auch nicht dauernd reinzuspringen, wenn eine neue Nachricht kommt, sondern auch die Benachrichtigung ein Stück weit deaktivieren, blockweise arbeiten. Nicht zu viele Kanäle, also lieber ein Teams mehr, aber nicht zu viele Kanäle. Die sollten eben entsprechend auch sauber eben einmal von der IT eingerichtet werden. Nicht, dass jeder da Kanäle erstellen darf, bitte. Notizbuch für Aufgaben. Dafür finde ich den Planner sehr viel besser. Da finde ich To-Do eben sehr viel besser. Eben Fehler auch, den Planner nicht für Projekte zu nutzen. Genau vom Grundsatz her, wenn Sie die als Ressource heute im Lotus Notes haben, Sie können die auch ganz normal eben auch in Microsoft, also Outlook kann das definitiv, liebe Frau Ulbricht. Ich weiß nicht, ob Sie gegebenenfalls eine Drittlösung haben. Da muss man gucken. Ich weiß, einige Banken haben da manchmal auch eine Drittlösung, aber wenn es Ressourcen waren, die entsprechend dort einbuchbar sind, dann geht es auf alle Fälle. Wenn es eine Drittlösung ist, müssten Sie aber mit der Atruvia nochmal klären, ob die in welcher Form da unterstützt wird. Also das dann vielleicht nochmal mit Ihrem Atruvia-Berater nochmal entsprechend nochmal klären. Eben Planner nicht für Meetings nutzen ist keine gute Idee und wenn Sie in Meetings sind, immer idealerweise ein Headset entsprechend nutzen. Das macht immer Sinn. Ja, also wir sind gut in der Zeit. Bei mir ist es kurz vor halb. Ich habe für Sie hier einfach nochmal zu sagen, die in der Zusammenführung nochmal, was für Sie die wesentlichen eben Dinge sind, zu sagen, jeder darf erstmal alles sehen. Arbeitsweisen, auch schauen sich bitte die Kollegen an, die Sie im ersten Moment so vielleicht despektierlich als digitale Dinos sehen. Die sind manchmal produktiver als die digitalen Spielkinder. Und wenn Sie einen neuen Ablauf einführen, killen Sie was anderes. Also wenn Sie beispielsweise sagen, ein Meeting wird per Kanban-Board im Planner protokolliert, bitte nicht zusätzlich noch per Word. Also auch bei Systemen. Eins rein, zwei raus idealerweise.
Idealerweise eben die alten Laufwerke abklemmen, also nicht zu viel Altlasten migrieren. Ich bin ein großer Freund davon, auch Erstschulung, so sehr ich online mag, in Präsenz zu machen, dann online zu ergänzen. Nutzen Sie die Champions dort als Multiplikatoren. Denken Sie daran, die Betriebszeit mit einzubinden. Also es sind mitbestimmungspflichtige Themen, die man dabei hat. Dokumentieren Sie es, gerade wenn es um das Thema Berechtigungsdinge geht, und nutzen Sie einfach die Dinge, wie eben die iPads werden damit deutlich produktiver. Ja, das sind so die wichtigsten Themen hier nochmal in der Überblicksform, wie wir ergänzend zu Atruvia als ADG unterstützen können bei Bedarf. Einmal, dass man sagt, Mensch, bevor es losgeht, dass man nochmal einen Workshop macht, hat man jetzt gerade beispielsweise in den Kollegen von der Westerwaldbank gemacht, dass wir einmal uns vorher schon mal sortiert haben. Dann eben optional einmal die Möglichkeit zum Thema eben auch iPad. Da habe ich ja auch in einigen Banken dort unterstützt. Und dann, da kam sogar der Nicolai Boyer auf mich drauf und sagt, Mensch, könnten Sie nicht sogar einen Vortrag, ich sag mal, im Rahmen der Einführung halten, um nochmal dieses Thema Mindset ein Stück weit zu haben und bei Bedarf eben, dass man sagt, als Second Level Sparringspartner für monatliche eben Online-Runden nochmal ergänzend. In diesem Sinne bin ich nicht am Ende meines Lateins, aber bei mir ist es 16:30 Uhr. Sie haben hier meine Kontaktdaten. Die meisten kennen meine Kontaktdaten ohnehin. Ich schreibe Ihnen aber meine E-Mail-Adresse nochmal rein. Also sollte noch eine Frage sein, gerne auf der Tonspur, auf der E-Mail-Spur. Sollte ich Sie in-house ergänzend zu Atruvia unterstützen können, so wie die Kollegen beispielsweise eben aus der Westerwaldbank oder den Kollegen Karo, der sagt, Sie sind jetzt durch und die Atruvia hat Sie super unterstützt bis zum Cutover und jetzt brauchen Sie danach nochmal Unterstützung. Also, wie es für Sie entsprechend passt. In diesem Sinne sage ich herzlichen Dank auch für Ihre Fragen, finde ich super. Wenn noch weitere Fragen sind, gerne. Ich habe den Chat im Blick und sonst übergebe ich wieder an die liebe Katharina, die Große, die hoffentlich dabei ist. Ich gucke gerade mal, ob sie im Raum ist. Im Moment scheint sie nicht mit dabei zu sein. Also vor dem Hintergrund übergebe ich nicht an die liebe Katharina Groß. Gibt es noch Fragen? Dann gerne, sei es auf Mikrofon oder sei es auf dem Chat. Dann gehe ich da gerne nochmal drauf ein. Dann gerne sonst nochmal mit rein. Wenn dem nicht so ist, dann sage ich einmal vielen herzlichen Dank. Bei weiteren Fragen wissen Sie, wo Sie mich erreichen und ich wünsche Ihnen ganz viel Erfolg und ganz wichtig, bleiben Sie gesund. Alles Liebe, bis zum nächsten Mal, auf welchem Kanal auch immer. Freue mich auch über ein Feedback, wo Sie sagen, was kann ich beim nächsten Mal gegebenenfalls noch besser machen. Ich hoffe, es war für Sie alle was dabei, mit dem Sie was anfangen konnten. Herzlichen Dank, viel Erfolg. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.